Meine sehr geehrten Damen und Herren, Ihnen allen hier im Moltke-Saal und auch zu Hause an den Endgeräten ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Richard Rohde und ich bin Sektionsleiter der hiesigen Gesellschaft für Sicherheitspolitik. Wir freuen uns, dass Sie sich so intensiv angemeldet haben und wir freuen uns, dass Sie trotz der schlechten Witterungsbedingungen, es ist zwar noch kein Schnee, aber ähnlich, auch so zahlreich heute noch erschienen sind. Schön, dass Sie da sind. Wie immer zuvor einige kurze Hinweise. Wir zeichnen die heutige Veranstaltung auf und Sie können sie später im YouTube-Kanal der Gesellschaft für Sicherheitspolitik auch nachvollziehen. Näheres hierzu haben Sie sicherlich schon den Datenschutzbestimmungen und auch den Hinweisen im Internet in unserem Trailer entnehmen können. Sie haben nachher die Möglichkeit, selbstverständlich Fragen zu stellen, zur Diskussion beizutragen. Deswegen sind wir ja letztendlich zusammen. Und für unsere Gäste im Netz die Bitte, dass Sie für Ihre Fragen und Ihre Beiträge die Frage und Antwort in Zoom, diese Funktion benutzen, nicht den Chat, sondern Frage- und Antwortfunktion. In der Technik werde ich heute wieder durch unsere junge GSP, durch Christiane Heidbrink, unterstützt. Liebe Christiane, ein herzliches Dankeschön für deine mehr als wertvolle Hilfe. Meine Damen und meine Herren, wir führen die heutige Veranstaltung in Kooperation mit dem Verein Gesprächskreis Nachrichtendienste in Deutschland durch. Ich freue mich über diese Kooperation ganz besonders und danke insbesondere auch eigens dem dafür angereisten den Vorsitzenden des Vorstandes, Herrn Oberst AD Klaus Schmidt, dass das möglich wurde. Ich muss Ihnen sagen, Herr Schmidt, ich habe die Vorbereitung für diese Veranstaltung wirklich sehr genossen. Das lief kameradschaftlich, locker, cool. Und Sie haben auch darum gebeten, dass Sie ein klein wenig Informationen noch zum Gesprächskreis Nachrichtendienste sagen möchten. The floor is yours. Bitte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, einen schönen guten Abend auch von mir. Herzlichen Dank für die Gelegenheit zum Gesprächskreis Nachrichtendienste in Deutschland, e.V., GKND abgekürzt, es geht schneller, etwas sagen zu dürfen. Wir nutzen das natürlich ein bisschen, auch die Veranstaltung von unserer Seite, um den Gesprächskreis vorzustellen. Ich will gar nicht viele Worte machen. Ich habe ein paar Flyer liegen und die haben die Möglichkeit, reinzuschauen. Der Gesprächskreis wurde 2003 gegründet und er hat sich zum Ziel gesetzt, zu einer sachorientierten und vor allen Dingen sachlichen Diskussion über Nachrichtendienste in Deutschland beizutragen. Das tun wir mit unseren Mitgliedern. Wir sind 120 im Ganzen, die sich zusammensetzen aus Leuten, die sich wissenschaftlich mit dieser Frage Nachrichtendienste beschäftigen. Und wir haben als Mitglieder ehemalige Angehörige, ich wiederhole, ehemalige Angehörige in Leitungsfunktionen in den Diensten, keine Aktiven. Die weiteren Mitglieder, die wir noch haben, sind interessierte Leute, die sich interessieren für Sicherheitspolitik, für diese Fragen, für die Rechtsfragen, die mit Nachrichtendiensten zu tun haben. Das ist unser Anspruch als Verein und der, den wir immer wieder nutzen, diesen Anspruch durch entsprechende Berichterstattungen, durch entsprechende Stellungnahmen. Damit wollen wir, wie ich gerade gesagt habe, beitragen zu einer sachorientierten und sachlichen Diskussion über Nachrichtendienste. Das war's schon. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und ich gebe an Herrn Rohde zurück. Dankeschön. So wollen wir uns dann heute tatsächlich mit unseren Nachrichtendiensten beschäftigen. Ich denke, die gesetzlichen Aufgaben der Dienste des Bundesnachrichtendienstes, des militärischen Abschirmdienstes und auch des Bundesamtes für Verfassungsschutz sind uns im Groben bekannt. Wir wissen auch, dass Nachrichtendienste zum Schutz unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung unter sehr strengen Kontrollkriterien in unsere geschützten Rechte eingreifen können. Also hier mag sich möglicherweise schon eine kleine Gratwanderung ergeben. Und unser Auslandsnachrichtendienst darf natürlich nicht
à la James Bond in die Interessensphäre der Politik eingreifen oder gar gesetzliche Regelungen überschreiten. Ergo stellt sich auch hier die Frage, wie effektiv kann ein solcher Dienst überhaupt sein, wenn es um unsere innere und im Wesentlichen auch äußere Sicherheit geht? Die Diskussion um die Reform der Nachrichtendienste hat mit dem völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine wieder eine deutlich öffentlichkeitswirksamere Relevanz erhalten. Andere aktuell präsente Konfliktherde Nahe Osten mögen dieses unterstreichen. Wir sollten aber dabei auch die potenziellen weiteren Konfliktherde, nehmen wir Afrika, nehmen wir China, vergessen wir auch nicht den Balkan, vergessen. Die Frage ist also, vor welchen Herausforderungen stehen nun Politik und Dienste? Wo verlaufen Grenzen zwischen Befähigung, Selbstschutz und Kontrolle? Ich denke, das ist ein ungemein breites Themenfeld, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Und ich freue mich persönlich sehr, dass es uns gelungen ist, durch unsere neue Kooperation Herrn Dr. Gerhard Konrad als ehemaligen Direktor des Nachrichtendienstes für die heutige Veranstaltung zu gewinnen. Herr Dr. Konrad, Ihnen ein ganz herzliches Willkommen. Sie gestatten mir, dass ich Sie in aller Kürze vorstelle. Sie haben Islam- und Rechtswissenschaften unter anderem in Bonn studiert und Sie haben auch in Bonn promoviert, also back to the roots heute. Und nach Ihrem vor dem Studium abgeleisteten Wehrdienst sind Sie der Bundeswehr als Reserveoffizier treu geblieben und haben damalig während einer Wehrübung, so Ihre Vita, als Angehöriger des Militärattaché-Stabes in Damaskus bereits im jungen Dienstgrad eines Hauptmanns leitende und ich denke mal sehr prägende Erfahrungen sammeln dürfen. Sie begannen 1990 mit Ihrer Karriere beim BND und führten diese in Folge als Experte für Islamismus und Terrorismus fort und haben leitende Aufgaben wahrgenommen. Sie waren in der Botschaft Damaskus, Sie waren in der Botschaft in Bonn tätig, führten aber im Schwerpunkt höchst interessante Aufgaben, ich sage mal vorwiegend im Nahen Osten, in Beirut, Jerusalem und Umgebung aus. Und in dieser Zeit, quasi in der ersten Dekade des neuen Jahrtausends, haben Sie als leitender Vermittler die deutsche Verhandlungstätigkeit im Nahen Osten ausgebaut und wesentlich weiterentwickelt und das auch erfolgreich. Ich habe Ihre Vita genossen. Sie liest sich tatsächlich äußerst spannend. Tun Sie sich das mal an. Also das riecht nach Memoiren, wenn Sie es wollen oder dürfen. Das weiß ich natürlich nicht. Aber es ist eine hochinteressante Vita. Von 2016 bis 2019 koordinierten Sie dann als Direktor des dem Hohen Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik unterstellten EU Intelligence Analysis Center nachrichtendienstliche Tätigkeiten und Arbeiten quasi der gesamten EU. Und seit 2019 sind Sie verdienter Pensionär. Ich kenne den Status. Aber ich denke, Sie sind weiterhin ein gefragter Berater. Sie sind Visiting Professor am King's College in London und Sie sind seit 2020 Mitglied im Vorstand des Gesprächskreises Nachrichtendienste in Deutschland e.V. Sie sind Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande und des Ehrenkreuzes der Bundeswehr. Herr Dr. Konrad, ich kann mir ehrlich gesagt keine interessantere Persönlichkeit aktuell vorstellen, doch sehe ich. Ich darf ja meine persönliche Meinung auch kundtun, als Sie, wenn es darum geht, Zeitenwende in der Thematik, Zeitenwende bei den Nachrichtendiensten der Bundesrepublik, wenn es darum geht, uns diese vorzustellen. Sir, the floor is yours. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank, Herr Rode, für diese sehr freundliche Einführung. In der Tat, without much ado, fange ich mal direkt mit einer kleinen Einführung, einen kleinen Einführungsvortrag an, würde mich aber dann natürlich freuen über Fragen, Diskussionsbeiträge, solange unsere gemeinsame Leidensfähigkeit eben nur das erlaubt.
Meinen kleinen Vortrag möchte ich in drei große Segmente aufteilen. Das eine ist erstmal in der Tat noch mal kurz auf den Paradigmenwechsel des Sicherheitspolitischen hinzuweisen. Sie haben sich damit natürlich in der GSB auch schon ausführlich beschäftigt. So wird das nur eine schlaglichtartige kurze Aufzählung der Probleme sein, die ihre Konsequenzen für die Auftragsgestaltung, für die Aufgabengestaltung der Nachrichtendienste, sowohl des Bundesnachrichtendienstes, aber natürlich auch des BfV und spezifisch auch des BAMAT haben. Denn häufig wird die Verbindung zwischen dem sicherheitspolitischen Paradigmenwechsel, wie es so schön heißt, oder eben auch der Zeitenwende und dann die Konsequenzen und den Konsequenzen, die sich daraus dann für den Auftrag der Dienste ergeben und für die Ausgestaltung der Dienste und für die Befähigung der Dienste, dieser Rückenschlag wird häufig nicht vollzogen, sondern man spricht mehr oder minder nur darüber, die Welt ist schlecht und wie wollen wir uns jetzt aufstellen, vorzugsweise viele von Ihnen sind ja auch militärisch orientiert im G3-Wesen, im operativen Wesen, aber an die G2A2 denkt keiner so recht. Das ist in der Bundeswehr nicht anders als auch im zivilen Bereich. Und heute wollen wir mal ein bisschen darauf hinwirken, dass wir gemeinsam darüber nachdenken. What does it mean for intelligence? Ja, was bedeutet der Paradigmenwechsel denn nun auch für die Aufgabenstellung und damit die notwendig abzuleitende Befähigung der Dienste? Denn da hat sich natürlich einiges getan zwischen dem Kalten Krieg und dann den drei Jahrzehnten der Einbettung in eine friedliebende Nachbarschaft, die Sie alle wissen, umgeben und umzingelt von Freunden. Das war zwar von vornherein Unsinn, aber trotzdem wurde er nun überwiegend geglaubt. Nicht? Und war auch politikbestimmend. Und das ist ja dann das Traurige. Glauben können Sie, was Sie wollen, aber wenn Sie dann entsprechend auch handeln, dann haben Sie hinterher, kreieren Sie voller guten Willens, wie üblich, ein Problem, mit dem wir entsprechend zu kämpfen haben. Das heißt also, das Zweite ist Bedeutung im Generellen für die Aufgabenstellung der Nachrichtendienste. Was müssen Sie beschaffen können? Welche Entscheidungsunterlagen sollen Sie entscheidern, ob das jetzt Politik ist, ob das Wirtschaft, Militär oder Sicherheitsbehörden sind? Das sind ja verschiedenste Ebenen auch, nicht? Und Metiers. Welche entscheidungsbefähigenden Unterlagen sollen die beisteuern? Natürlich wird kein vernünftiger Mensch nur auf die Ergebnisse der Nachrichtendienste aufbauen, aber ohne die ist es häufig, ist die Gefahr des Blindfluges recht hoch. Ja, so. Und das Dritte sind dann natürlich in der Tat Konsequenzen relativ stark orientiert auf den BND, auf die künftigen Befähigungen, die ein BND haben sollte. Sie werden Verständnis dafür haben, dass ich nicht über Defizite beim BND selbst spreche. Erstens bin ich nicht mehr dabei. Insofern all das, was ich sagen würde, würde schon allein unter dem Aspekt meiner vierjährigen Pensionierung, und davor war ich ja, wie gesagt, auch nochmal 3,5 Jahre in Brüssel, also sozusagen eine Außenansicht. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich, würde sich der Bundesnachrichtendienst dafür bedanken, wenn ich jetzt sagte, das kann er nicht und das kann er nicht und jenes kann er auch nicht, nach meiner Meinung. Das geht nicht. Aber was ich natürlich sagen kann, ist, was er auf jeden Fall können muss und insbesondere für die Zukunft können muss. Und was er davon schon kann oder nicht, das möge dann zum Beispiel die parlamentarischen Gremien, die zuständigen, mit dem Bundeskanzleramt und dem Präsidenten des BND vertrauensvoll und unter Geheimschutz besprechen und sagen, könnt ihr das oder könnt ihr das nicht oder warum könnt ihr das nicht und was braucht ihr, um es zu können? Denn eines ist schon wichtig, das kann ich vorausnehmen. Nachrichtendienste sind, wie sie eigentlich alle wahrscheinlich wissen oder sie sollten es jedenfalls wissen, sind keine Akteure sui generis, sie sind Kreaturen der jeweiligen Regierungen, des politischen Systems, aus dem sie erwachsen. Sie sind genauso gut oder auch so miserabel oder auch, wenn Sie wollen, ethisch, nicht wahr, problematisch, wie die Systeme, aus denen sie hervorgehen. Ja, und insofern können Sie auch sagen, außen- und sicherheitspolitische Grundeinstellungen, die es in der Bundesrepublik Deutschland über die letzten 30, 40 Jahre gegeben hat, spiegeln sich, ähnlich wie bei der Bundeswehr, spiegeln sich natürlich auch dann in den Sicherheitsorganen welcher Art auch immer wieder. Ja, und so ist das natürlich hier auch. Und so müssen wir uns jetzt sehr stark auch politisch die Gedanken machen, was will die Bundesrepublik Deutschland in Bezug auf ihre innere und äußere Sicherheit. Und die Bundesrepublik Deutschland ist natürlich ein alberner Begriff, nicht? Was ist die Bundesrepublik Deutschland? Sie wird repräsentiert durch ihre politischen Entscheidungsträger im Parlament und erst im Parlament und dann in den Regierungen. Ja? Sollten wir auch bedenken. Das heißt, der Paradigmenwechsel, der Mentalitätswandel, die berühmte Zeitenwende, muss
ich sage jetzt mal, top-down ja, geschehen. Natürlich nur im Prinzip, wenn Sie bottom-up arbeiten und dann können Sie als Nachrichtendienst, als nachgeordnete Behörde die wunderbarsten Ideen etc. pp. Entwickeln, wenn das nicht auf eine entsprechende Grundüberzeugung Ihrer Abnehmer, ja, das ist nicht die Kundschaft, beziehungsweise Kundschaft im Marketing-Sinne, der Kunde ist König, das heißt also in dem Fall, wenn Ihre Kundschaft sagt, das ist ja schön, dass er sich das ausgedacht hat, aber haben wir gar kein Interesse dran. Ja, dann merken Sie daran sehr deutlich, der Mentalitätswandel muss zwingend auch auf politischer Ebene stattfinden. Das heißt, auf politischer Ebene, es hat begonnen, ich bringe dann immer freundlich den berühmten Spruch, nicht, der dann spätestens am 25. Februar 2022 von unserer Außenministerin gewählt worden war, nicht, wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht oder gestern dann in einer anderen Welt aufgewacht. Nicht, dazu kann man kommentieren, Missverständnis, die Welt war vor dem 24. genauso beige, Punkt, 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 nicht, weil wie sie jetzt am 25. ist, nicht, ihr habt es bloß nicht gemerkt. Insofern, aufwachen stimmt schon, ja, aus einem süßen Traum. Ja, und jetzt ist bloß die Folge die, nicht, oder die Frage die, leiden wir jetzt einfach nur unter Selbstmitleid oder fangen wir Schritt für Schritt, und das ist ein langer Prozess, das muss man auch ganz klar sagen, ja, und besser wäre es, man täte mehr und redete weniger darüber, aber dass wir also Schritt für Schritt eben die Konsequenzen aus dieser veränderten Lage ziehen. Wie hat sich die Lage verändert? Nur noch mal ganz kurz für ein kleines Tableau. Der russische Überfall auf die Ukraine und der sich hieraus entwickelte Krieg ist in der Tat der zentrale sicherheitspolitische Paradigmenwechsel. Ich bin in letzter Zeit eben vor dem Hintergrund des Nahostkonflikts, in dem ich ja nun sozusagen, zu dem ich jetzt also immer zu Stellungnahmen auch aufgefordert worden bin, gefragt worden, was ist jetzt wichtiger? Habe ich gesagt, dumme Frage. Ja, wichtiger, grundsätzlich wichtiger ist natürlich die Rückkehr einer großen machtpolitischen Divergenz, nenne ich es jetzt mal, ja, zwischen Russland und seinen, sag ich mal, Freunden, ja, und dem Rest der Welt, dem sogenannten Westen. Ne? Also es ist nicht ein kalter Krieg in der ganz klassischen Konfiguration, aber eine Wiederauflage unter neuen Voraussetzungen, wie weit dieser kalte Krieg weiter sich konsolidiert und in welchen Formen er sich manifestieren wird, da werden wir im Einzelnen noch zu sehen haben. Vieles davon kann man als potenzielles Risiko schon erkennen, aber wie es dann genau aussehen wird, wird wie immer bei solchen Dingen die Zeit weisen. Aber das Problem ist, und das ist, wenn Sie wollen, der politische Zivilisationsbruch, Krieg ist wieder eine Option in Mitteleuropa. Das mögen andere Staaten in anderen Regionen sagen, so what? Ja, wir haben schon immer Krieg gehabt und haben auch weiterhin Krieg und fühlen uns dabei wohl. Ne? Das ist schon richtig, ja? Aber Sie dürfen nicht vergessen, Europa war natürlich über Jahrzehnte jetzt eine Art Insel der Seligen. Ne? Hat zwar nur zwei Weltkriege gebraucht, nicht wahr, und 60 Millionen Tote, aber trotzdem hatte man hinterher durchaus die Vorstellung, vielleicht versuchen wir es mal mit einem friedlichen, grundsätzlich friedlichen Interessenausgleich. Und das hat ja dankenswerterweise auch lange, lange geklappt. Jetzt haben wir das Problem, dass wir einen Krieg fast vor der Haustür haben, und zwar nicht nur ein Kriegchen, ja, nicht einen kleinen Konflikt, sondern einen ausgewachsenen konventionellen Krieg mit einem nuklearen Hintergrund, nenne ich es jetzt mal, ja, von dem man nie weiß, wie weit er im Hintergrund bleibt oder ob sogar mal in einem, nicht jetzt kurzfristig absehbar, aber ein Worst-Case-Szenario auch mal der berühmte, nicht wahr, nukleare Ausrutscher passieren kann. Ja, man kann es leider nicht mehr ausschließen und allein das bringt einen ganz gravierenden Paradigmenwechsel in der sicherheitspolitischen Bedrohung des Kontinents. Entschuldigung. Der Herbst bringt Schwierigkeiten mit sich. Also, Krieg in Mitteleuropa ist insofern wieder auf absehbare Zeit ein Risiko. Ja, das heißt nicht nur dieses Jahr, nächstes Jahr, ja, sondern es ist ein Risiko, das uns leider, leider für die nächsten Jahre, wenn nicht sogar ein, zwei Jahrzehnte, Sie wissen, on the long run we are all dead, ja, aber auf absehbarer Zeit als ein handfestes Risiko begleiten wird. Und zwar auch nicht nur als Krieg, als großer Krieg, also der Ukraine-Krieg ist schon von Volumen her wohl ein ganz erheblicher, aber was realistischer, näher liegend ist, einzelne militärische Aktionen.
Und da haben wir ja, das kennen Sie ja alles, also die Bedrohungen, die wir hier nun sehen müssen. Auch Deutschland ist direkt, wir dürfen nicht vergessen, wir sind zwar von vielen lieben Nachbarn umgeben, wir haben aber leider Gottes eine Ostseeküste, habe ich mir sagen lassen, und eine Nordseeküste. Und wir haben einen Luftraum, ja, habe ich mir auch sagen lassen, nicht? Und hier ist die direkte, auch militärische Bedrohung der Bundesrepublik Deutschland eine Realität, die man über Jahrzehnte durchaus mal übersehen konnte. Ich meine, die baltische Flotte, wir wollen, der Russen war also über die letzten 10, 20 Jahre oder also nach 1990 erstmal ja, eher ein Objekt des Mitleids. Aber das hat sich ja nun alles deutlich geändert. Das heißt, Sie haben hier ein Problem, Sie haben an der Nordostflanke der NATO ein direktes Problem, das ist ein Bündnisfall. Das andere ist aber LV, ist Landesverteidigung. Ja, das sollten wir nicht vergessen. Ja, wenn es um, natürlich auch Bündnisverteidigung, aber das ist eben das Territorium der Bundesrepublik Deutschland, wenn die Ostseeküste oder die Nordseeküste liebreizenden Besuch bekommt, nicht? Und zwar mehr dann unter dem Aspekt der hybriden Kriegführung. Da kommt jetzt nicht die Hochseeflotte angeschippert, nicht die russische. Ja, aber Sie wissen selbst, auch bis hin zu den LNG-Terminals und den Windkraftanlagen etc. pp. Das sind ja schon die ersten Aufklärungen sowieso, aber die ersten Fingerübungen sind ja auch schon mal erfolgt. Das heißt, das ist nichts, was man sich jetzt so in einer wilden Fieberfantasie ausdenkt, sondern das sind Sachen, die könnten theoretisch hier und heute passieren, während ich rede. Von den Befähigungen her. Ja. Die mit einem militärischen Hintergrund aufgewachsen sind, wissen, Capabilities and Intentions. Ja. Und das Entscheidende sind die Capabilities. Denn Sie können Absichten haben, so schlechte, wie Sie haben wollen. Wenn Sie keine Befähigung dazu haben, dann laufen Sie mit Ihren schlechten Absichten in der Weltgeschichte herum und kriegen nichts gebacken. Wenn Sie umgekehrt Befähigungen haben, ja, und zwar relevante Befähigungen, dann müssen wir hoffen, dass Sie gute Absichten haben. Ja, denn, und Absichten, wie sie waren, kommen und gehen. Die sind relativ schnell. Befähigung müssen aufbauen. Ja, deswegen ist es so wesentlich. Ja, das ist so eine kleine Lektion nur am Rande nochmal. Im Nachrichtenwesen, im Nachrichtenwesen genauso wie im Nachrichtendienstwesen, nenne ich es jetzt mal. Das Entscheidende an einer Lage ist erst einmal zu verstehen, was ist denn, ja, was ist denn an Befähigungen da? Und dann kommt die nächste Frage. Ja, müssen wir Good Intentions, Bad Intentions ernst nehmen oder nicht? Ja. Doch, Sie merken also daran, denken Sie an die Luftverteidigung. Die Luftverteidigung, ein viel beschworenes, aber über die Jahrzehnte, auch zum Beispiel durch unsere lieben russischen Freunde, die gesagt haben, wenn ihr sowas aufbaut, dann lieben wir euch nicht mehr. Denn ihr könnt zwar behaupten, ich erinnere mich noch lebhaft an diese Diskussion, bis vor 10 Jährchen her, ne, bis 15 Jährchen, dass gegen Mittelstreckenraketen, ne, die damals relevanten Abwehrsysteme entwickelt und disloziert werden sollten, damals nach Nahmittelost, dann gegenüber den bösen Iranern, die jetzt so langsam diese Befähigung auch haben, nicht gerichtet, und Russland seinerzeit mehr damit über den Liebesentzug gedroht haben, wenn solche Dinge aufgebaut werden würden. Ja, und heute wissen wir, ohne dass wir jetzt schon sagen können, dass damals diese Absichten bestanden hätten, aber die grundsätzliche geostrategische Interesse Europas soll sich da nicht verteidigen können. Ja, das muss man ja, und auch die NATO soll sich da nicht verteidigen können, ne, im europäischen Luftraum gegen Mittelstreckenraketen. Das ist eine recht ungesunde Situation. Und wir haben jetzt noch 2, 3 Jährchen auf jeden Fall zu warten, bis das eingekaufte Material aus Israel, vieles davon, bis das überhaupt A, mal auf dem Hof steht und B, dann entsprechend eingegliedert ist und C, operationalisiert geworden ist. Nicht? Also insofern, derzeit, wenn sowas käme, stünden wir, wage ich mal zu behaupten, hoffentlich ist es falsch, nicht? Aber stünden wir ziemlich blass in der Landschaft. Ja? Auch das nur noch mal zur Verdeutlichung, was für in welchen zeitlichen Dimensionen wir auch reden müssen. Bei der Bundeswehr ist es ja jetzt bekannt, 10 Jahre, und dann gucken wir noch mal hin, wenn es gut geht. Ne? Und das Gleiche gilt natürlich auch immer parallel für nachrichtendienstliche Befähigung. Der Nachrichtendienst braucht, wenn er was taugen soll, auch Zeit. Nicht zum Zuwarten, sondern zum Vorbereiten und dann auch zum Agieren. Denn Nachrichten muss hier und heute eigentlich schon funktionieren oder so schnell wie möglich. Denn Sie müssen jetzt das Wissen haben, auf dessen Grundlage Sie sich auf Bedrohungen vorbereiten. Und die Vorbereitung auf die Bedrohungen, die dauert dann, ne? Bis hin zur Konfiguration von Systemen, das ist im Militärischen ganz offensichtlich, ne? Konfiguration von Systemen, Entwicklung von Systemen und Deployment. Ne? Und schon sind die da 5 Jahre rum oder 10 Jahre rum, wenn Sie Pech haben, nicht auf der Grundlage einer zukunftsgerichteten Lagebeurteilung und Lagefeststellung. Feststellung erst und dann Beurteilung. Ja? Das heißt, wir müssen hier und heute überlegen, da kommen wir nachher nochmal drauf,
was müssen wir hier und heute tun, ja, damit die Nachrichtendienste ihren Auftrag so schnell wie möglich so erfüllen können, wenn sie es bis heute noch nicht konnten, ja, um gegen die neue Qualität der Bedrohung, und die neue Qualität der Bedrohung kommt eben in der Tat aus dem, sagen wir, erstarkten Russland und natürlich im Hintergrund auch aus einem qualitativ und quantitativ in jeder Hinsicht bemerkenswerten China. Ja, auch hier die Frage, Capabilities, huge. Ja, Riesenbefähigungen im Nachrichtendienst, im militärischen. Absichten, zumindest mal im asiatischen Raum, eindeutig dominanzstrebend. Das ist auch ganz normal, nicht? Also aus chinesischer Sicht sowieso. Nicht? Und das ist ja eben, das wissen Sie auch, aber ich möchte es nochmal in Erinnerung rufen, Konflikte in Asien betreffen unsere Interessen, unsere vitalen, auch Versorgungsinteressen, unmittelbar. Das heißt, wenn Sie, Taiwan ist die alte Story, Taiwan, aber eben auch sonst die ganzen südchinesischen und ostchinesischen Streitereien mit den sie beeinträchtigen, wenn es dort zu größeren Konflikten kommt, brechen ihnen die ganzen ostasiatischen Lieferketten weg. Und wenn die wegbrechen und sie haben keine Redundanz, ja, dann sehen sie im wahrsten Sinne des Wortes arm aus. Ja. Das gibt massive Wohlstandsbeeinträchtigungen auch in Europa. Nicht nur in Europa, aber wir reden jetzt mal ganz egoistisch nur mal von Europa. Ja. Das hat dann zum Teil ganz enorme, wenn Sie wollen, Ripple-Effekte, ja, Folgeerscheinungen, die sich innerhalb von 6 Monaten, 12 Monaten ergeben. Ja. Und dann haben wir echte Versorgungsprobleme, die wiederum die innere Stabilität auch einer Bundesrepublik Deutschland und seiner Nachbarn, denn das verteilt sich dann gleichmäßig, ganz massiv beeinträchtigen können. Das heißt also, unsere Interessen sind dort, unsere vitalen Sicherheits- und Stabilitätsinteressen in Deutschland, in Europa, werden maßgeblich von einer einigermaßen erträglichen und zuträglichen Situation im Umfeld von China mit beeinflusst. Heißt, darüber müssen wir Bescheid wissen. Ja, darüber müssen wir gut informiert sein. Wir müssen mehr wissen, als man so bei oberflächlicher Betrachtung so weiß und sagt, mein Gott, was soll aus China werden? Das ist eine schöne Frage. Aber man muss eben dann auch die entsprechend systematisch in Unterfragen aufteilen und dort, wo es mit normalen Mitteln nicht geht, eben nachhinein aufklären. Ja. Das sind ja mal die ganz großen Blöcke und dann völlig zu Recht schon angesprochen vor der Haustüre. Sie haben beim Ukraine-Konflikt selbst, Sie haben den Raum Schwarzmeer, den man also jetzt nicht nur unter die ukrainische Brille sehen muss, aber es ist im Augenblick die aktuelle, aber Sicherheit und Stabilität der Schwarzmeerküste, da haben wir, glaube ich, auch irgendwo ein NATO-Mitglied, habe ich mir mal sagen lassen, nicht wahr? Das Teil des Problems manchmal ist, nicht wahr? Sowohl aktiv als auch passiv. Sie haben Nahmittelost in der Tat auch wieder nicht direkt, aber mit indirekten Folgen. Sie müssen also ein vitales Interesse daran haben, dass es dort nicht zu Konflikten, das muss nicht ein großer, sondern verschiedene Konflikte sein, kommt. Sie haben den Kanal von Suez, Sie haben wie ganz aktuell jetzt das Tor der Tränen, wie es so schön heißt, Bab el-Mandeb. Das heißt nicht nur so, sondern es scheint sich im Augenblick dazu zu entwickeln, also zwischen Jemen und dem afrikanischen Kontinent. Und sozusagen ein Side-Effekt, ja, des Konflikts Israel-Hamas ist derzeit, dass die dortigen Houthis, nicht, der Milizen, die eben nicht nur Milizen sind, sondern dummerweise gut ausgestattet worden sind durch den Iran, derzeit die Schifffahrt, die Passage durch das Bab el-Mandeb derzeit ist noch harmlos, vergleichsweise harmlos, wenn Sie also so Kapereien von Schiffen als harmlos bezeichnen wollen, nicht wahr? Nee, das treibt sofort die Versicherungsraten, ist auch noch nicht so schrecklich schlimm, aber wenn Sie dort unten einen eskalierenden, disruptiven Konflikt, einfach nur einen lokalen Konflikt haben, schließen Sie das Bab el-Mandeb, dann kommen Ihnen die Tränen in die Augen. Ja, denn wenn das Bab el-Mandeb zu ist, ist auch der Suezkanal zu, beziehungsweise nutzlos, da kommen nämlich nicht mehr hin. Ja? Und wenn Sie vom Mittelmeer durch das Suezkanal fahren, kommen Sie unten durch das Tal der Tränen nicht mehr raus. Nicht? Ja, Sie sehen also schon, dass hier und von der Straße von Hormuz, das ist ein uralter Joke, nicht wahr? Aber dann kennen Sie auch eben der Eingang und Ausgang zum Persischen Golf mit den entsprechenden Ölterminals und so weiter, ist bis die nächsten 20, 30 Jahre weiterhin. Auch Erdgas, dürfen wir nicht vergessen, ganz und gar nicht, ist die Straße von Hormuz ein ganz entscheidender Notenpunkt und ein schwacher Punkt. Das heißt, es kann uns nicht egal sein, was dort passiert, sondern es ist durchaus mit einer fast direkten Relevanz für die eigene Versorgungssicherheit verbunden. Der Balkan, haben Sie erwähnt, Balkan als mit destabilisierendes Potenzial. Hier kommt natürlich die liebevolle Unterstützung der Russen mit zum Tragen. Aber auch das bleibt
ein wichtiger Punkt. Wenn wir noch weitergehen, denken Sie daran, der globale Süden geht uns von der Fahne. Ja? Die Vorstellung, dass, ich sage es mal ganz nur so plakativ, ja? Das heißt die Vorstellung, dass Staaten außerhalb jetzt Europas weiterhin Zielvorstellungen folgen, europäischen oder amerikanischen Zielvorstellungen, ist durchaus weitaus weniger ausgemacht als bisher. Sie kennen die Jammerei, wer ist solidarisch mit uns gegenüber Russland? Ja, wer ist solidarisch mit uns nun gegenüber Israel? Diese Fragen werden Sie immer wieder stellen können, meistens mit einem negativen Ergebnis. Und das, davon geht die Welt zwar nicht gleich zugrunde, aber Sie müssen auch hier sehen, wie entwickeln sich diese Frontstellungen. Ja, Lateinamerika habe ich noch gar nicht erwähnt unter dem Aspekt, nicht? Ist in dieser Richtung auch etwas, was uns durchaus massiv wirtschaftlich mehr als rein sicherheitspolitisch beeinträchtigen kann. Wir haben Ressourcen- und machtpolitische Auseinandersetzungen in der Region. Die Region, wie gesagt, ist voller Konflikte, die sie sehr schön mit sich selbst austrägt. Auch hier wiederum könnte es uns prima facie wurscht sein, ja, wenn sie entsprechenden Völker und Scharen sich gegenseitig bekämpfen. Aber sehr häufig gehen damit entsprechende entweder Produktionsstätten oder aber eben wieder Punkte in einer Lieferkette zu Bruch. Ja, wenn sie sich gegenseitig die Infrastruktur in den Staaten zerstören, die also eine entsprechende internationale Beziehung haben, dann stehen sie hinterher wieder da und sagen, ja, selbst über Ägypten kann ich nicht mehr liefern, weil zum Beispiel die Sicherheitslage in die Knie gegangen ist. Ja? Oder wenn sie zentralafrikanische Staaten nehmen, nehmen sie die Sahelstaaten als solche. Die Sahelstaaten werden in den nächsten Jahren ein richtiges sicherheitspolitisches Problem werden, weil sie alle Failed States sind und zugleich ein geschützter Raum für die Entwicklung von terroristischen Netzwerken, welcher Art auch immer. Ne? Manche davon werden wir heute noch gar nicht kennen. Und die sind wiederum vor der Haustür, abgesehen von unserem Lieblingsproblem Migration. Und Migration wird ein Riesenproblem allein schon deswegen werden, weil wir einen Klimawandel nicht mehr ausweichen können, der sich in den nächsten Jahren halt weiterentwickelt. Ob wir das jetzt nur für Klimawandel halten oder nicht, das kann uns relativ wurscht sein. Wir werden einfach die praktischen Konsequenzen sehen. Ja, Desertifikation, ja, Wasserprobleme und zwar in großem Stil, ja, Temperaturprobleme, ja, in großem Stil, das fängt jetzt ja schon mal an. Wir wissen noch nicht genau, wie es sich entwickelt und können alle darauf spekulieren, dass es vielleicht nochmal 5 Jährchen oder 10 Jährchen bei der älteren Generation, ich bin ja auch schon dazu, kann man dann so einen kleinen zynischen Nebensatz nennen und sagen, ja, mir kann es ja wurscht sein, ne? Allen anderen aber nicht. Das heißt, das Problem der verschärften Ressourcenverteilungskonflikte, und das hört sich immer so vornehm an, da geht es ums Fressen, ja, es geht ums Überleben, und schon Bert Brecht sagt in der Dreigroschenoper, erst kommt das Fressen und dann kommt die Moral. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Also das heißt, das Potenzial, das dahinter steckt, ja, an Gewalt aus Verzweiflung, ja, und an Migration aus Verzweiflung, ja, das ist noch lange nicht ausgeschöpft. Ja, auch das gilt es so gut es geht zu verstehen, aufzuklären, zu verstehen. Das hat mit Nachrichtendiensten auch was zu tun. Also wie gesagt, Nachrichtendienste sind nicht für alles das zuständig, aber das sind Probleme, die Sie als politische Entscheidungsträger verstehen müssen und gegen die Sie vorgehen müssen mit geeigneten Maßnahmen, was nett gesagt ist, aber natürlich eine Herkulesaufgabe. Sie merken auf diese Weise, dass wir uns auch fragen müssen, das ist dann eine militärpolitische Frage, ob wir mit unserer Fokussierung, die jetzt kurzfristig in den nächsten Jahren unbedingt nötig ist, Landes- und Bündnisverteidigung in den Vordergrund stellen. Nicht? Es gab mal den netten Spruch, nicht? Die Freiheit, nicht? Und Deutschland wird am Hindukusch verteidigt. Die Versorgungslage Deutschlands und Europa wird zwar nicht am Hindukusch verteidigt, aber wird auf jeden Fall out of area zu verteidigen sein. Also diese Frage, dass die Bundeswehr jetzt sozusagen auf dem Absatz kehrt macht und jetzt nur noch LVD vormacht, das ist jetzt kurzfristig auch, muss gemacht werden. Aber ich kann nur empfehlen, bitte denken Sie daran, bei aller Landes- und Bündnisverteidigung, dass out of area nicht out of the question ist. Ja, Befähigungen, also hier müsste man schon darauf achten, auch im Angesichts der Lage, welche Kernbefähigungen oder Teilbefähigungen der Bundeswehr jetzt und dann nachfolgend auch der Nachrichtendienste in dem Zusammenhang brauchen sie, um wenigstens dann mitmachen zu können. Ja? Die Hauptaufgabe wird zu Hause liegen, sozusagen jetzt vor der Haustür, aufgrund der geopolitischen Lage der Bundesrepublik Deutschland. Aber die Frage ist in der Tat,
Abstinenz, je nachdem, welche Probleme dann in der lieben Nachbarschaft auftauchen, die also jetzt nichts mit dem Bündnisgebiet zu tun haben, die wird wiederkommen, die Frage. Ja? Und wenn Sie dann wieder sagen, jetzt machen wir eine LVBV, dann wird das in der Sache zumindest problematisch. Ja? Nur mal schon mal als Denkanstoß. Nicht? Ich meine, wie gesagt, es ist dieses Jahr und nächstes Jahr und übernächstes Jahr nicht die Zeit dafür. Das sind jetzt die anderen kurzfristigen Aufgaben dringlichst. Gleichwohl bleibt es eben als potenzielles Defizit, wenn Sie da aus den ganzen Befähigungen rausgehen. Aber was auf der anderen Seite, und das möchte ich nur noch mal sehr deutlich sagen, was Verteidigungsminister Pistorius eben sehr völlig zu Recht, ja, das berühmte hässliche Wort, das provozierende Wort, das unanständige Wort, ja, der Kriegstauglichkeit, ja, oder Befähigung zum erfolgreichen Kampf im Felde, nenne ich es mal schön traditionell, ja, ausgerufen hat, ja, es wird uns nichts helfen. Ja? Wir werden uns auch, was die Mentalität angeht, und das ist ja das, was Pistorius damit auch meint, wir müssen uns darauf einstellen, bestimmte vitale Interessen im Rahmen der Landesverteidigung und der Bündnisverteidigung und gegebenenfalls auch out of area zu verteidigen. Und das heißt, entsprechend Waffenwirkung ins Ziel zu bringen, mit dem Ziel, am Ende erfolgreich zu sein. Das hört sich alles furchtbar martialisch an, nicht? Und ich bin ja, können Sie sagen, der Mensch ist doch gar nicht Kriegsgeneration, nicht? Wie kommt der zu so einem Kram? Aber Sie merken daran an den ersten Irritationen, ne? Dass wir gesellschaftlich und damit resultierend auch politisch in dieser Realität noch lange nicht angekommen sind. Ja. Und das wiederum ist auch zutreffend für die Frage, wie weit sind wir im Bereich der Nachrichtendienste befähigt, aus dem, ich nenne es jetzt mal Friedensbetrieb, ja, aus dem Ende der Geschichte, dem Ausgerufenen von 1990 folgende, ja, wie sind wir in der Lage, von einem Friedensbetrieb, in dem der berühmte Spruch, ein alter Studentenspruch aus meiner Zeit, Wissen ist Macht und nichts Wissen macht auch nichts. Nicht? Ja, und das ist zwar sehr sympathisch und ist auch ganz witzig, nicht? War immer ein Trost vor Prüfungen, nicht wahr, an der Universität, aber wie schon gesagt, transponiert auf sicherheitspolitische Selbstbehauptung ist es fatal. Ja? Und in der Tat ist Wissen Macht. Ja, und Sie müssen ja den Willen zum Wissen und zur Informationsüberlegenheit, Information Superiority, den müssen Sie haben. Das ist eine Vorstufe der militärischen Auseinandersetzung. Kennen das im militärischen Raum, Situational Awareness, nicht? Kommt, dieser Begriff kommt der Luftwaffe, nicht? Ich begrüße alle Kameradinnen und Kameraden von der Luftwaffe. Ich war mal früher auch welche, aber naja, gut, schon lange her. Aber jedenfalls nur, um zu sagen, Situation Awareness, und zwar da Real-Time Situation Awareness, ist ja heutzutage mit den modernsten Mitteln, bei denen ja nur schwindlig wird als Person jetzt, nicht? Ja, ist etwas, was Sie in sogenannter Real-Time im Bruchteil von Sekunden, nicht wahr, im Cockpit eines Jets, genauso üben Sie den Kampfpanzer, in dem Punkt, ja, inzwischen schon mit modernster Technik, und zwar Situation Awareness-related Technology gesegnet. Das heißt, die Reaktionszeiten, die Aktions- und Reaktionszeiten verkürzen sich dramatisch so, dass Sie als Mensch meistens schon gar nicht mehr mental und kognitiv ausgestattet sind, um überhaupt denen zu folgen. Ja? So krass ist das, die Notwendigkeit der Situation Awareness jetzt im Allgemeinen, im politischen oder im wirtschaftlichen, auch im sicherheitlichen Aspekt, mehrheitlich nicht. Sie haben es damit noch etwas längeren Aktions- und Reaktionszeiten zu tun. Aber Sie müssen auch hier den Willen haben, aus einer überlegenen Informationssituation, einer überlegenen Situation Awareness, ein Urteil zu bilden und Optionen zu entwickeln. Strategic Intelligence heißt nicht philosophische Weltbetrachtung, nach dem Motto, es könnte so sein, es könnte auch nicht so sein. Und ich würde jetzt als Islamwissenschaftler sagen, Wallahu bi kulli shay alam, nicht am Ende, und Gott weiß es am besten. Ja, damit werden Sie nicht weiterkommen. Sie müssen aus den Bedrohungsperzeptionen, die Sie aus strategischer Intelligence gewinnen, müssen Sie Vorkehrungen treffen, praktische Vorkehrungen treffen. Was wir jetzt zum Beispiel im Bereich kritischer Infrastruktur sagen, wir stellen fest, was wir alles, wie verletzlich wir in vielen Bereichen sind. Ja, das hat jetzt mit Intelligence nichts zu tun. Die Intelligence bezieht sich dann auf die Befähigungen derer, von denen wir annehmen, dass sie die kritische Infrastruktur beschädigen wollen. Ja? Aber das müssen Sie eben, Sie müssen wissen, welche Befähigungen gibt es, uns zu schädigen? Wer hat die? Ja, was bedeutet das praktisch? Was bedeutet das technisch?
Und das müssen Sie heute wissen, damit Sie es für morgen und übermorgen vorbereiten können. Das ist das, was man Strategic Intelligence nennt. Und Sie wissen, wenn Sie Strategic Intelligence entweder nicht haben oder Sie kümmern sich nicht drum, darüber können wir uns dann später unterhalten, dann kommt eben sowas raus wie Russland-Ukraine. Ja? Das hat uns keiner gesagt, ne? Dass Putin nicht war, denn dann vielleicht doch nicht so ein guter Freund, weil er natürlich dummes Zeug ist. Nicht? Aber Sie merken dann, ganz aktuelles, tragisches Beispiel, ganz offensichtlich, Strategic Intelligence bezüglich Hamas. Ne? Bei hervorragenden, anerkanntermaßen, das sage ich Ihnen auch nichts Neues, hervorragenden Nachrichtendiensten, 3 Stück an der Zahl bei den Israelis, 2 davon sind zuständig gewesen, Shin Bet, der Innendienst, der für die Palästinenser im Allgemeinen zuständig ist, und Amman, der militärische Dienst, der eben für die militärische Bedrohungslage ist zuständig. Wir wissen es noch nicht im Detail. Ja, das, was man so über die Medien jetzt so mitbekommt, ist, dass es auf verschiedenen Ebenen dessen, was man Intelligence Production und dann aber Decision Making, Entscheidungsfindungen, böse Defizite gegeben hat. Ja, bis hin zu der Vorstellung, und das ist eine brandgefährliche, und da ähnelt die israelische Vorstellung zu Hamas, ja, der deutschen Vorstellung von Russland, durchaus nach dem Motto, die machen nichts. Die wollen nur noch spielen. Also das ist extra ein bisschen übertrieben. Ja? Ja, aber der Hamas, ja, natürlich, ist höchst malevolent in seiner Ideologie und so weiter. Putin auch, sagt ja auch die Kanzlerin. Nicht? Also wir wissen schon, über seine schlechten Absichten wissen wir Bescheid. Wir haben bloß dann nicht mehr zur Kenntnis nehmen wollen, dass den Absichten auch Taten gefolgt sind. Nicht zur Kenntnis nehmen wollen, ob so sie da waren. Und das Gleiche scheint sich hier nach allem, was wir bisher wissen, bei Israel abgespielt zu haben. Dass Entscheidungsträger sowohl in den Diensten als auch in den Streitkräften als auch dann auf der politischen Ebene ganz offensichtlich eine solche Realität nicht wahrhaben wollten. Aus welchen Gründen auch immer. Ja, und sagt man, das ist Unsinn, ja, Hamas tut sowas nicht. Ja, weil wir es besser wissen. Ja? Nach dem Motto, wir wissen es besser, Hamas kann das gar nicht wollen. Ja, auch wenn die Indikationen zum Teil recht stark waren. Und da ist ja der Punkt der, wissen Sie? Sie können dann natürlich aus solcher Strategic Intelligence nicht gleich eine unmittelbare operative Konsequenz ziehen, jetzt militärisch und ein Preemptive Strike oder sonst was. Aber Sie müssen Optionen vorbereiten. Ja, das heißt, in Deutschland zum Beispiel von der Nord Stream 2 Geschichte mal abgesehen, dass man vielleicht die Gasspeicher dann nicht auch noch gleich Gazprom überantwortet. Und das war ja nun ganz wenige Jahre vor. Ja, das ist, ja, Sie müssen dann sagen, wenn wir Putin nicht trauen können, dazu gab es genug Intelligence. Das kann ich sogar Kraftamtes sagen, was andere auch schon öffentlich gesagt haben. Ne? Ja, aber ich weiß es auch, habe es mit eigenen Augen miterlebt und mitgesehen, ja, dass der BND das an nichts hat fehlen lassen, ja, was das Strategic Intelligence angeht. Ja, aber wenn Sie dann politisch entscheiden, das nicht zur Kenntnis nehmen zu wollen und noch nicht einmal Vorsorge zu treffen, hope for the best, but prepare for the worst. Ja, und das hat man eben nicht getan. Und Gleiches scheint, deswegen braucht man gar nicht jetzt auf die Bundesregierung, welcher Couleur auch immer, hier einen verbalen Vernichtungsschlag oder sonst was ausüben. Ja? Andere machen das auch so, nicht? Wie wir es jetzt ganz jüngst eben auch in Israel sehen. Ja, gerade noch Israel, ja, dass er eigentlich hypersensibel gegenüber seinen eigenen Diensten ist, leistet sich offensichtlich im Ergebnis, muss man es ganz klar sagen, ja, einen solchen bösen, das ist kein Fauxpas, ja? Eine solche böse Ignoranz existenzieller Riesen. Und Sie merken daran, was ich einfach damit verdeutlichen möchte. Intelligence ist eine wesentliche Lebensversicherung für unsere Staat, für jeden Staat im Übrigen, aber wir sprechen ja jetzt eigensüchtig von unseren Staaten, ist lebenswichtig. Ja? Wenn Sie keine eigene Intelligence haben, nicht? Deutschland ist da privilegiert, ja, wenn wir es nicht hingebogen bekommen, nicht? Und dann ist das ja nun so, dann gibt es ja Gott sei Dank liebe Freunde und Brüder, die dann sagen, habt ihr schon mal gemerkt, komm mal das. Nicht? Und dann sagt eine Bundesregierung oder vorher meinetwegen einer der Dienste, das ist nicht nur eine Bundesnachrichtendienstklappe, die sagt, ups, haben wir nicht gemerkt. Oder ach, wenn ihr es so sagt, dann... Nicht? Denken Sie an Terrorismusabwehr. Ne? Sie kennen den Running Joke, es ist kein Joke, dass in der Regel die meisten Hinweise, sachdienliche Hinweise auf potenzielle terroristische Straftäter in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren, woher kommen? Ja, nicht von den deutschen Behörden, sondern von ausländischen befreundeten Diensten. Und da muss man sich dann schon mal bitte schön ernsthaft die Frage stellen, how come?
Ja? Wenn Ihnen ein ausländischer Dienst sagt, pass mal auf, in Wanne-Eickel unter der Straßennummer, Straße XY, da sitzt jemand, nicht wahr? Ja, dritte Etage vorne links, nicht wahr? Telefonnummer XYZ. Und ich sage, super toll, nicht? Ich möchte gar nicht wissen, woher ihr es habt. Ja? Meistens ist es dann möglicherweise illegal nach deutschem Recht, nicht? Aber wir nehmen gerne den Hinweis auf und gucken mal, wie wir das irgendwie mit umgehen, dass das Ganze legal wird. Ja? Und wir dann des lieben Herrn Kollegen, nicht, oder lieben Frau Kollegin dann habhaft werden. Ja, ich meine, da muss man dann ins Grübeln kommen, sagen, wollen wir diese internationale Arbeitsteilung uns leisten? Wir sind nett, aber unfähig. Ich sage es extra sehr plakativ. Ja, wir sind nett, aber unfähig. Und andere sind auch nett, aber ein bisschen fähiger. Und darüber können wir uns dann gelegentlich auch immer beklagen. Ja, Sie wissen, dass wir in dem Punkt ein hohes Maß an Scheinheiligkeit haben. Ja, und dann immer sagen, was die Amerikaner wieder gemacht haben oder die Israelis. Also wir würden das nicht tun. Ja, natürlich, wir tun es auch nicht. Ja, ne? Aber ja, Gott sei Dank tun es ja dann die lieben Freunde, die die Drecksarbeit erledigen. Ja? Und denken Sie dran mit den lieben Freunden, nicht alles hoch nächstes Jahr, nicht? Wahlen in den USA. Und wenn dann wieder unser lieber Freund Donald Trump an die Macht käme, ja, dann reden heute schon alle vom halben Weltuntergang. Und wer tut was dagegen? Gut, dass wir darüber geredet haben. Ne? Ja, ne? Also Sie merken daran auch schon, was hier fehlt. Ja? Und das ist ein ernstes Problem. Also nicht nur jetzt Donald Trump als Person, das ist jetzt mehr ein Symbol. Ja? Die Amerikaner, die USA werden uns auch bei minder schweren Fällen, werden uns auf Dauer als ein, wie soll man sagen, Vater- und Mutterersatz im Sicherheitspolitischen, werden uns von der Fahne gehen. Teilweise zumindest. Sind wir in der Lage, Sie kennen die Propaganda der Bundeswehr sehr gut, und das gilt natürlich auch für Nachrichtendienste. Das ist eine neue, auch wieder eine neue Welt, in der wir dann aufwachen werden und auf einmal Befähigungen und Mandatierungen brauchen, die wir heute nicht haben, im stillen Vertrauen darauf, dass andere sich uns sagt, den Job machen. Ja, das sind noch Spätfolgen, wenn Sie wollen, richtig historische Spätfolgen, natürlich aus der Nachkriegszeit und aus der NATO-Zeit und aus der Zeit der deutschen Teilung. Ja, da stellte sich die Frage nicht. Natürlich, wir waren auch gar nicht mandatiert, auch politisch nicht mandatiert. Ja, dann hieß es, Sie wissen ja auch, nicht, NATO, yeah, to keep the Germans down, yeah, keep the Russians out, yeah, and keep the Americans in. Yeah. Das waren so ungefähr dann die Fragestellungen. Yeah. Das heißt, wir müssen eben zum Teil eine Art von Eigenverantwortung für unsere Sicherheit übernehmen, nicht nur im Bereich der Streitkräfte, sondern eben auch im Bereich der Nachrichtendienste. Und damit werden sich Fragen stellen, da sind wir schon kommen wir zu einer praktischen Konsequenz, dass wir häufig nicht nur nach unseren eigenen Wertvorstellungen entsprechende Befähigungen definieren, rechtliche Befähigungen definieren, die dann hinterher, das muss sehr klar herausgearbeitet werden, das ist eine fachliche Frage, zwischen den Diensten, dem Bundeskanzleramt und natürlich dann dem Gesetzgeber, können wir eigentlich, lege lata, nicht, nach Rechtslage, können wir all das, was wir können, müssen. Und wenn wir das nicht können und das aus übergeordneten verfassungsrechtlichen Aspekten heraus nicht können wollen, also eine Werteentscheidung, ja, dann muss hier die Frage kommen, wie ist der Price Tag? Was müssen wir dann bereit sein an Nachteilen in Kauf zu nehmen, wenn nicht jemand anders uns, ne, das ist ja die bisherige nette Arbeitsteilung, die Kohlen aus dem Feuer holt. Ja, wenn wir aber eigenständige Verantwortung übernehmen müssen, selbst wenn wir es nicht wollen, aber wenn wir es müssen, dann werden wir diese unangenehmen Fragen uns alle wieder stellen, die Sie vorhin auch schon, lieber Rode, grundsätzlich angesprochen haben, was rechtliche Befähigungen von Nachrichtendienst angeht, ob innen oder außen. Ich war als Sachverständiger eingeladen zu einer völlig sinnlosen, sage ich jetzt mal, öffentlichen Anhörung im Innenausschuss des Bundestages noch zu den jüngsten gesetzlichen Regelungen im BND-Gesetz, aber auch im Bundesverfassungsschutzgesetz, die vor letzte Woche, glaube ich, auch dann schon verabschiedet worden sind. Also die Anhörung war eine Woche vorher. Ja? Also insofern völlig sinnlos. Weil sie auch nicht dazu gedacht war, irgendwelche Konsequenzen noch zu ziehen. Ne? Insofern, klar, aber da geht es nur um die Übermittlungsbefähigung, Übermittlungsmandate. Was darf das BfV oder der BND an welche deutschen Behörden weitergeben, an private weitergeben, personenbezogene Daten wohlgemerkt, an ausländische Behörden, welcher Natur auch immer. Und dazu gibt es entsprechende Voraussetzungen, rechtliche Voraussetzungen, wann Sie eben entsprechende personenbezogene Daten abgeben dürfen, unter welche Voraussetzungen. Und wenn Sie sich das zum Teil anschauen,
dann stellt sich die Frage, auch wieder die fachliche Frage, können dann die Dienste ihren Auftrag überhaupt noch ausführen? Ja, das Ganze ist sehr stark vom Polizeilichen her geprägt. Das heißt also, wenn jemand dann einen Datensatz, einen vollständigen, nicht einer Zielperson, einer Verdächtige, da geht es mal dann um Verdächtige. Bei den Nachrichtendienst geht es nicht um Verdächtige. Bei Nachrichtendienst geht es um die Person of Interest. Ja, eine interessierende Person. Und aus welchen Gründen eine Person interessant ist, ist eben sehr häufig überhaupt nicht damit verbunden, dass diese Person eine gefährliche, im engeren Sinne gefährliche Person ist, sondern eine nützliche, die uns weiterführt, ja, zu potenziell dann gefährlichen Personen. Ja, ja, und dass die Leutchen selber sind strafrechtlich, über die man sich dann austauscht oder die man verstehen möchte, die sind überhaupt gar nicht gefährlich. Die fallen dadurch rast. Ja, und dann können Sie noch niemals wissen, wenn Sie einen anderen fragen, geben Sie ja Daten weiter. Ja? Wenn ich einen anderen Dienst frage, kennst du den Max Meyer, dann gebe ich schon mal den Max Meyer den Namen frei. Ich gebe das Geburtsdatum preis, wenn ich weiß, oder sonstige Ermittlungen, sonst sagt der Max Meyer, kann ich nicht anfangen. Ja, da muss man schon mehr sagen. Ja? Das heißt also, in der Frage steckt schon die Informationsübermittlung von personenbezogenen Daten, die wiederum jetzt stärker denn je zuvor unter bestimmten Voraussetzungen. Rechtliche Voraussetzungen gestellt werden. Wenn Sie da die Eingriffsschwelle hochsetzen, sitzen Sie der da und sagen, ja, ich würde ja gerne fragen. Nicht? Fragen hätte ich schon gern gemacht, aber dürfen habe ich mich nicht traut. Ja? Ja, das ist dann ein kleines Problem. Ne? Und das kleine Problem kann sich dann, wenn es wirklich so kommen würde, zu einem echten Problem der Befähigung, der Effektivität auswachsen. Wir werden sehen, wo sich das hin entwickelt. Das ist jetzt verfügt, das ist gesetzlich durch Bundestag und Bundesrat gegangen. Jetzt kann man nur darauf hoffen, auf die entsprechende Evaluierung, die in den nächsten 1 bis 2 Jahren stattfindet, nicht? Und bei der dann der, wie gesagt, der Preiszettel, ja, für die edle Selbstbeschränkung, da wo sie tatsächlich stattfindet, der Preiszettel auch tatsächlich auf den Tisch des Hauses gelegt wird. Ja? Nur um zu sagen, es geht also hier darum, dass Sie häufig jetzt in einem Rahmen weiterhin argumentieren, der rein binnenorientiert ist, ja? Und mit der Außenwelt wenig zu tun hat, ja? Und mit den Herausforderungen, die Sie dort zu gewärtigen haben. Das heißt, diese Frage, so wie bei der Bundeswehr auch, was wollen wir, was soll die Bundesrepublik Deutschland militärisch können? Ja? In kinetischer Power Project. Ja. Was soll die Bundesrepublik Deutschland können? Das Gleiche gilt, die gleiche Frage müssen sich mit der gleichen Ernsthaftigkeit stellen, mit was sollen unsere Nachrichtendienste innen wie außen können, damit sie in der Tat die entsprechenden Gefahrenmomente rechtzeitig und zutreffend und handlungsbefähigend, das heißt also actionable, Intelligence, Information, Actionable Information. Nicht nur, ach, wie schrecklich, sondern sagen, okay, wo sind Ansatzpunkte da, um dagegen was zu tun? Ja? Wir müssen uns also die Frage stellen, jetzt sage ich diplomatisch für die Zukunft, ja, in welchem Umfang die Dienste hierzu befähigt und mandatiert sind. Die Befähigung der Dienste zum Teil, auch technisch und so weiter, ist hervorragend. Das kann ich immer pauschal sagen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Dienste sind fachlich gesehen, was die technischen Dinge angeht, genauso schlau, ja, wie ihre Kolleginnen und Kollegen in anderen Diensten. Bloß was die Infrastruktur angeht, also die sozusagen die Hardware, ne, und was die Mandatierungen, also praktisch die rechtliche Grundlage für ihr Handeln angeht, haben sie ein kleines Problem. Das muss man sehr deutlich sehen. Und hier wird man sich nochmal einer Generalrevision unterziehen müssen. Es muss auch ein Vergleich nochmal angestellt werden. Wie liegen denn die Befähigung unserer Partner und Freunde, also von Staaten mit vergleichbaren Wertevorstellungen? Ja. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man eine Befähigungs- Sie wollen Bestandsaufnahme haben. Was können wir, so wie Sie es in der Bundeswehr ja auch machen, ja? Was können wir derzeit? Was dürfen wir derzeit? Was dürfen unsere Partner, ja, und Freunde? Was können sie, was dürfen wir? Wir müssen versuchen, hier vergleichbare Qualifikationen und Befähigungen zu erreichen. Ja? Und wie gesagt, am Ende eben auch eine vergleichbare rechtliche Grundlage. Sonst haben Sie auch das Problem, das ist ein echtes Problem der Handlungsfähigkeit, wenn die einen was dürfen, die anderen aber nicht, oder die einen was können, die anderen nicht.
Ja, das heißt, die Franzosen können etwas, was die Deutschen nicht können oder dürfen. Ja, manches können sie über Burden Sharing machen. Zum Teil ist Burden Sharing im nachrichtendienstlichen Bereich verboten. Ich kann nicht eine Handlung, die ich selber nicht durchführen darf, ja, kann ich nicht zu den Franzosen gehen und sagen, ihr dürft das ja. Na, vive la France, nicht wahr? Dann macht ihr das halt für uns. Ja, das ist der Art von Ringtausch, ne, der ist verboten. Ja, das nur noch gleich dazu. Also das ist als wenn Sie wollen, eine Ausweichmöglichkeit. Ne? Lassen Sie es Unrecht durch jemand anders tun, sozusagen. Ja? Das ist nicht erlaubt. So. Das heißt, Sie werden hier einige, das möchte ich damit eigentlich beenden, das grundsätzlich, wir müssen aus zwei Dingen raus. Wir müssen aus dem Nischendasein, aus dem Bewusstsein, we are not concerned. Ja? Wir sind in einer sicheren Nische, aus dem müssen wir raus. Das ist etwas, was wir, meine ich hier, weil das ist eine gesellschaftliche Frage und eine der politischen Entscheidungsträger, insgesamt der politischen Macht. Das sieht ja schon einen Schritt weiter mit Lippenbekenntnissen, das wissen Sie, aber zwischen den Lippenbekenntnissen und dann unangenehmen Handlungen ist der Weg bekanntlich sehr weit. Aber immerhin gibt es wenigstens schon mal Lippenbekenntnisse, die werden Sie bei den Nachrichtendiensten recht selten finden. Da komme ich gleich nochmal bei den praktischen Konsequenzen. Und wir müssen uns eben auch, ich habe das mir extra aufgeschrieben, deswegen möchte ich Ihnen das nicht vorenthalten, wir müssen uns auch aus dem Status des Fußkranken, nicht wahr, in militärischen, aber auch in anderen Befähigungen einfach Schritt für Schritt verabschieden. Wir dürfen nicht immer sozusagen hinterherhinken, ja, in den entsprechenden technologischen Entwicklungen, nicht vom Wissen her, sondern vom Können her, von der Befähigung her. Ja. Also, ein paar Forderungen, nenne ich es jetzt einfach mal frech, die wir ans Ende stellen wollen. Also, fangen wir mit einer an, die teilerfüllt ist, weil es ein positives Element ist. Der BND, was die Bundesrepublik Deutschland braucht, ist eine strategische IMINT-Kapazität. Sie kennen das Projekt Georg, nicht wahr? Die drei Satelliten, mehr fotooptische Satelliten, die jetzt mit ein, zwei Jahren Verzögerung, darauf kommt es jetzt wirklich nicht mehr an, nicht, ich glaube 25, 26 in der Größenordnung, die in den Orbit geschossen werden, die BND gesteuert sind, die dem BND, wenn es dann alles mal funktioniert, in der Tat eine 24/7 Imagery Intelligence Möglichkeit gibt. Das muss natürlich als entsprechend auch ausgewertet werden, etc. pp. Aber das, sage ich mal, durchaus ohne boshaften Unterton oder sonst was, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger und strategischer Schritt. Ja, umso schöner, dass auch die Nachfolgegeneration, das Zeug dauert ja eine teuflisch lang, bis es entwickelt wird, auch schon im Grundsatz genehmigt ist. Ja, und auch schon die ersten Forschungsarbeiten etwa für die nächste Generation, die dann von heute aus gesehen in 8 bis 10 Jahren fliegen soll, schon mal auch angeleiert worden sind. Also hier, da muss man sagen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gut, wenn denn dann neben den fotooptischen auch noch andere Sensorik in diese Satelliten eingebaut werden sollte, wovon ich ausgehe, aber das ist vielleicht auch noch zu früh. Ich nehme nur diese berühmte Measurement Intelligence, MASINT, nicht? Also alles, was an Emissionen nicht Signal Intelligence, Sie kennen den Unterschied gegebenenfalls, ist die gewollte, nicht? Emission von Signal, meistens zu Kommunikationszwecken, muss aber nicht sein. Und MASINT sind die ungewollten, nicht? Emissionen physikalischer, chemischer Natur, ne? Elektromagnetischer Natur, nicht? Die einfach da sind und die sehr, sehr wertvoll sind, wenn sie eine super, es braucht noch eine super Sensorik dafür. Ne? Gibt es alles schon, die lieben Amerikaner machen das schon locker zumindest 10 Jahren, mehr 15 als 10 Jahre. Sowas brauchen sie auch, denn alleine mit der Optik oder mit Radarbefähigungen alleine werden sie es nicht schaffen, die entsprechende Qualität von Informationen über relevante Gebiete zu erfassen. Und das müssen sie. Ich sprach schon davon, Angleichung der technischen Beschaffungsoptionen. Also gerade im Signal Intelligence, im Cyber Network Exploitation, ja, Cyber Network Operations, also im gesamten Bereich, da ist die Bundeswehr ja nun auch, ich sage es so erstmal auf dem Papier, ich kann das nicht beurteilen, aber steht da schon auf dem Papier sehr stark da, ja, mit dem Kommando ZIR oder jetzt heißt es vielleicht Bereich ZIR, ist ja egal, also beim KSA, nicht, das wird, wenn es noch nicht ist, dann scheint das schon sehr stark zu werden, aber auch hier müssen Sie natürlich auch in die Bereiche eintreten und da wird es gefährlich, auch für die Bundeswehr. Sie arbeiten da zum Teil dann nachrichtendienstlich. Ja, und Sie kennen die spezifische Situation, dass die Bundeswehr natürlich in Anführungszeichen geschützt wird durch den Einsatzartikel, sozusagen Grundgesetz. Sie arbeiten nicht auf der Grundlage der gesetzlichen, auch grundgesetzlichen Grundlage bisher,
wie die Nachrichtendienste, obwohl sie zum Teil mit höchster Wahrscheinlichkeit entsprechende Befähigungen haben, die auch einsetzt, gerade bei Signal Intelligence. Ja? Das ist ein, und Cyber Network Exploitation, das ist also Abziehen von Daten, nicht wahr, aus Datenträgern etc. pp. Ja? Wenn sie sowas machen, und zum Teil haben sie den Einsatz in Afghanistan ja auch sehr erfolgreich gemacht, dann haben sie das sozusagen auf der Basis ihrer Einsatzbefugnisse gemacht und nicht auf der Basis der nachrichtendienstlichen Befugnisse des Bundes. Und damit sind sie auch nicht im PKGR. Und damit sind sie auch nicht dem unabhängigen Kontrollrat unterworfen, ne, und der Genehmigungsprozedur. Was natürlich auch gar nicht geht, je nachdem, in welcher taktischen Lage sie sich befinden. Aber sie wissen auch, das ist ein Punkt, deswegen erwähne ich es, diese Vorstellung, dass die Bundeswehr bitteschön sich an die gleichen Voraussetzungen zu halten habe, sind nicht nur esoterische Vorstellungen oder von irgendwelchen Minderheiten, sondern zufälligerweise nicht die Vorstellung der meisten Parlamentarier der Ampelkoalition. Ja, das heißt, da kommt noch was. Ja, und deswegen sage ich das nun mal sehr deutlich, das muss von vornherein mit aber fachlichen und sachlichen Argumenten massiv in Frage gestellt werden. Wisst ihr, worüber ihr redet? Das ist die Frage. Ja? Und in der Regel wissen sie es nicht. Ja? Aber da muss man was dran ändern. Ja? Ja, das heißt, es ist ein Kommunikationsproblem, das ich deswegen auch nochmal ganz stark hier ansprechen möchte. Das gilt auch dann für, wenn Sie wollen, zivilgesellschaftliche Organisationen, ja, dass sie also hier, soweit es ihnen möglich ist, ne, vieles davon muss eben unter Geheimschutzaspekten, nicht, muss vorgetragen werden, aber ansonsten müssen wir, nicht man, sondern wir, ne, müssen wir darauf aufmerksam machen, was es kostet, wenn man Befähigungen hier weiter zurückschneidet. Einfach sagen, okay, wenn das so ist, dann sind die und die Standardsituationen nicht mehr zu bewältigen. Das muss aber auch klar sein. Ja? Sonst wird das nichts. Das denkt sich sonst jeder, macht sich jeder, macht Pipi Langstrumpf und macht sich die Welt so, wie es ihm gefällt. Ja? Hier haben wir einen richtigen Aufklärungsauftrag. Ja? Und auch einen, wenn Sie wollen, Agitprop-Auftrag. Nicht wahr? Klar ist, Einsatz von KI und Quantum Computing muss von vornherein mit jetzt in alle Bereiche von Aufklärung, von Analyse und auch von Berichterstattung mit hineingedacht werden. Sie wissen, bei Quantum Computing sind wir noch am Anfang des Anfangs. Ja? Also Sie müssen aber von vornherein immer wieder mit entsprechender Kapazität drauf gucken, was davon ist schon verwertbar, wer macht was. Das sind ja auch beim Vergleich, auch wer macht was von der lieben Konkurrenz. Ja, nicht nur von Freunden, sondern Partner. Und das Gleiche gilt natürlich wesentlich näherliegend, eigentlich jetzt schon funktionieren. Wie gehen andere Dienste, Organisationen mit künstlicher Intelligenz um? Wo sind Einsatzoptionen im Positiven wie im Negativen, im Aggressiven wie im Defensiven? Ja, sie müssen KI bis hinein in die Berichterstattungsformen, ja, sozusagen des Bundesnachrichtendienstes, des BfV gegenüber ihrer Kundschaft, müssen sie anfangen zu integrieren. Das sind Prozesse. Sie dürfen nicht warten 5 Jahre oder 10 Jahre, bis es unabweisbar geworden ist, sondern sie müssen natürlich noch nicht einführen, damit das Ganze nicht ins Stolpern gerät, aber sie müssen solche Dinge exploratorisch ausprobieren. Research, Development und dann schon mal Trial and Error, soweit sie es leisten können, damit sie hinterher schnell, ja, solche Befähigungen eingliedern können in die Arbeitsprozesse oder Arbeitsprozesse entsprechend ausrichten müssen, Kommunikationsprozesse mit ihrer Bundesregierung, sage ich jetzt mal. Ja, das ist ein ganz wichtig. Die Bundesregierung selber muss sich ertüchtigen. Sie kennen die fabelhafte Diskussion um einen nationalen Sicherheitsrat. Ich sage, liebe Leute, fangt lieber mal eine Etage weiter unten an. Macht mal vielleicht ein Gesamtlage- und Analysezentrum. Ja, das dann auch logischerweise vor die Klammer gezogen werden muss. Und wo zieht man Dinge vor die Klammer? Im Bundeskanzleramt. Ja, da können wir später nochmal drauf zurückkommen. Ja, aber solange Sie das nicht machen, passieren solche Dinge. Es sind übrigens in den Medien auch sehr schön. Selbst im Rechercheverbund der Süddeutschen Zeitung, im Nachgang zum Ausbruch des Ukraine-Konflikts, sehr schön beschrieben worden, was so alles in Berlin an Informationen und guten Hinweisen aus der Bundeswehr, aber auch aus dem Auswärtigen Amt, ja, und auch aus dem BND so herumschwirrt. Und dann haben die Amerikaner ja auch noch Herrn Habeck nicht mal mit einem Papier versorgt, was okay, in dem Sinne okay, das ist ständige Praxis, solche Dinge, da braucht man sich gar nicht mehr aufzuregen. Vielleicht hat sich Habeck deswegen aufgeregt, weil er das erste Mal so ein Papier in die Hand gedrückt bekommen hat, das weiß ich nicht, nicht? Aber ich habe mir einen abgegrinst, als ich das so gelesen habe. Und dann ist der Mann mit dem Papier nicht am Vorabend des russischen Einmarschs in Berlin rumgefahren und wusste nicht, was er damit machen sollte.
Ja, hatte vielleicht Olaf angerufen, ich habe amerikanisches Papier. Ja, dafür ist, ne, da hat der Herr, hätte der Herr im Zorn ein Gesamtlage- und Analysezentrum erfunden. Da hätte er es nämlich abgeben können. Sagt, pass mal auf, was mir die blöden Amerikaner, das müsstet ihr eigentlich auf dem Dienstweg auch schon bekommen haben. Aber ich gebe es euch mal. Ja, Sie merken, und da müssten auch Dinge, die aus der Fernmeldeaufklärung, dem Vernehmen nach auch aus der Bundeswehr, ne, da waren an Dingen, ne, also mit Indikationswirkung, nach dem Motto, they mean business. Ja, da habe ich mal jemanden gefragt, ich sag's mal so allgemein, ja, und was habt ihr damit gemacht? Dann habt ihr das immer gemeldet, ne, auf dem Dienstweg. Ja, und der war halt ein bisschen länger, ne, als, ja, das heißt, korrektes, formal korrektes Verhalten, ne, das halt wiederum zu einem Negativergebnis geführt hat. Ja. Das heißt, das liegt an den Strukturen, an den Prozessen, ja, die dafür nicht ausgelegt sind. Ja. So, das ist eine ganz konkrete, massive Forderung, die man immer wieder erstellen muss. Sonst nützt Ihnen der ganze andere Spaß nicht, wenn Sie die Informationen nicht weiterbringen zu den Entscheidungsträgern, können Sie gleich wegwerfen. Ja? Das ist ganz ein entscheidender Punkt. Abgesehen von der Mentalität der Entscheidungsträger, die bitte schön sich bequemen mögen, nicht seriöses ND-Material etc. pp. Zur Erkenntnis nehmen, auch wenn es weh tut. Ja? Und das muss man im umgekehrten Spiegel auch vorhalten. Ja, wenn es eben dann so ist, dass man gesagt hat, tralala, schönes Wetter heute, nicht wahr? Und hinterher fällt Ihnen das Ganze vor die Füße, wird man dann eben sagen müssen, nein, das sind nicht die Dienste gewesen, ja, wie immer, ne? Sondern es sind diejenigen gewesen, die mit den Informationen nichts anfangen wollten oder konnten. Auch ein ganz wichtiger, konkreter Punkt der politischen Kommunikation. Ja. Zwei abschließende Punkte, ganz wichtig. Da denkt man, ja, so langweilig. Personalwesen. Sie kennen es von der Bundeswehr. Die liebe Abteilungsleiterin 7 im Bundeskanzleramt, zuständig für die Koordination der Nachrichtendienste des Bundes, hat am 30. Juni, das kann ich mir gut merken, ne, vor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik im Zusammenwirken mit dem GKND, hurra, nicht wahr, einen sehr schönen Impulsvortrag gehalten, in dem sie eben auch gesagt hat, die, und ich kann es alles nachlesen, ne, das ist alles sehr schön, die angemessene Ausstattung der Dienste mit befähigtem Personal wird die Mega-Herausforderung des nächsten Jahrzehnts sein. Wenn ich sage, ja, das habe ich auch mal woanders gehört, ja, zu Recht. Jeder Bundeswehrangehörige, der sich damit beschäftigt, kann das nicht sehen. Alle anderen auch. Demografie ist das eine. Und natürlich die spezifischen Anforderungen, die eben an die Angehörigen eines solchen Metiers gestellt werden, das andere. So, und dann setzt man sich hin und sagt wiederum, gut, dass wir darüber geredet haben, ist alles ganz schrecklich, Sie müssen was dagegen tun. Und tun können Sie nur dahingehend etwas, das macht jede Firma Ihnen vor, ja, dass Sie die Einstellungs- und personalwirtschaftlichen Kriterien ändern müssen, sodass Sie attraktiv werden für eine spezifische Klientel, die sich nicht nur auf die MINT-Fächer bezieht. Jeder sagt, ja, ein MINT-Fächer ist ganz klar, muss alles gemacht werden. So. Und ich sehe manch einen Kollegen und einen ganz Lieben, ne, der es bestätigen kann, was nützt es Ihnen, wenn Sie alles aufklären? Sie haben alles in der Hand, Sie können damit nichts anfangen. Ja, entweder ist es verschlüsselt, das ist noch ein technisches Problem. Es ist ausländisch, ärgerlicherweise hat der Bundesnachrichtendienst so viel mit dem Ausland zu tun und Ausländer sprechen im Allgemeinen kein Deutsch. Ja, um ein ganz triviales Ding zu nehmen. Ja, aber leider ist es häufig so trivial. Ja, das heißt, Sie müssen befähigte Mitarbeiter, nicht einen, ja, oder zwei. Ich erzähle nicht das Staatsgeheimnis von 1990. Da war ich der einzige Islamwissenschaftler, nicht wahr, im Bundesnachrichtendienst, ne, der sogar noch die Sprache konnte. Ja, das hat sich geändert. Ne, aber in der damaligen Zeit war das völlig neu. Ja, so. Ja, das heißt, Sie müssen, aber mit einer ist keiner, 10 sind zu wenig. Ja, Sie müssen also da in größeren Stückzahlen arbeiten. Die müssen Sie erstmal finden. Die werden Sie nicht finden. Jedenfalls nicht, dass Sie dann sozusagen einfangen können und dann sozusagen zwangsverpflichten können. Ja, Sie müssen Kolleginnen und Kollegen, junge Kolleginnen und Kollegen, bildungswillig, bildungsfähig, ja, in ihren frühen 20ern müssen Sie einkaufen und dann für teures Geld, für richtig teures Geld ausbilden. Nicht mit einem 4-Wochen-Kurs irgendwie und habe ich dann mal und war ich dann nochmal an der Deutschen Botschaft in Tel Aviv oder sonst was. Ja, und danach bin ich der Ostexperte oder das Gleiche können Sie in Russland und Asien und so weiter. Ja, das ist alles Firlefanz, wie Sie eigentlich wissen. Ja, die Konsequenz daraus ist aber sehr aufwendig, sehr teuer und hat auch rechtliche Konsequenzen. Denn Sie müssen eine heilige Kuh wie die Bundeslaufbahnverordnung, ja, und vergleichbare Regelungen müssen Sie ändern. Ja, und das ist schon fast eine Revolution.
Ja, aber Sie müssen sich mit solchen, sonst haben Sie hinterher keine Leute. Dann haben Sie meinetwegen einen technischen Aufklärungsdienst, der Ihnen den ganzen Kram liefert. Und dann sehen Sie, jetzt kann ich nicht lesen. Ja, und ich kann, und wenn ich es lesen kann, verstehe ich den Inhalt nicht. Ja, Sie wissen alles und verstehen nichts. Ja, das ist ein durchaus übliches Problem. Ja, das ist auch eines in Wissenschaft, das ist ja nichts spezifisch für Nachrichtendienste. Aber Nachrichtendienste müssen ja eben genau diese Zusammenhänge erkennen. Wie sollen sie sie erkennen, wenn sie nicht die Leute haben, ja, die dazu qualifiziert sind? Also das wird ein richtiges Riesenproblem in der Annahme, dass die Qualifizierten jetzt gehen und die Neuen noch nicht da sind. Ja, das ist jetzt eine Arbeitshypothese, die ich erstelle. Und das Letzte, was ich dazu sagen möchte, ist, und wer geht denn dann, bitteschön, bei der Bundeswehr haben Sie das Problem auch, ja, wer geht aber denn dann zum BND oder zum BFV, ja, zur Gurkentruppe, nicht, oder zu den Crooks and Criminals oder sonst was. Das heißt, wenn Sie kein Employer Branding nicht betreiben, wie jede Firma, ja, dass Sie sagen, kommt zu uns, ihr werdet glücklich. Ja, wenn Sie sowas nicht machen, dann werden Sie, natürlich in geeigneter Weise heutzutage ganz anders als früher, ja, dann werden Sie auch unter dem Aspekt nur unzureichende, qualifizierte Kandidatinnen und Kandidaten finden. Und wenn Sie Employer Branding einfach nur betreiben, indem das BGV macht das, das BND nimmt enorm viel Geld inzwischen in die Hand und ist auf Instagram und auf allen möglichen Social Media Kanälen, alles schick. Ich gucke sie mir nicht an, also insofern kann ich mir da kein Urteil erlauben. Wahrscheinlich würde ich in meiner Generation, was für ein Scharfscheiß, nicht? Aber das soll ja nicht mehr gefallen, ne? Sondern soll den Menschen, sie werden das dann hinterher bei den Klicks und den Likes und sonst was sehen sie erfahren. Sie brauchen aber Klicks und Likes auch noch von der anderen Seite, und zwar von der Bundesregierung. Ja, wenn die Bundesregierung nicht die Dienste ganz routin, nicht mit irgendwelchen Sonntagsreden, sondern ganz routinemäßig in ihre Öffentlichkeitsarbeit mit einbezieht, ja, und sie nicht totschweigt, ja, sondern einfach ohne Pomp and Circumstance, einfach sagt, okay, wir haben jetzt glücklich die Evakuierung, zum Beispiel bei Sudan, ne, die Evakuierung Sudan, da hat der BND auch ein bisschen mitgewirkt, nicht wahr? Das sollen Sie jetzt en Detail gar nicht sagen, sondern sagen, wir danken der Bundeswehr, wir danken den Diensten, ja, den zuständigen Diensten für die Unterstützung dieser erfolgreichen Evakuierungsoperation. Nur mal als Beispiel, das ist der Einsatz. Der kostet Sie noch nicht mal was, außer ein bisschen Zeit. Ne? Wenn Sie Ergebnisse dienstlicher Tätigkeit, Sie müssen aufpassen, das ist klar, aber wenn Sie es so machen, andere machen das. Die Angloamerikaner machen das am laufenden Meter. Ja, was die können, das können wir rein jetzt intellektuell, mental können wir das auch. Ja, reden Sie qualifiziert und seriös, wohlgemerkt, gut über die Dienste. Das gehört dazu, und zwar von der Kundschaft her, von der Bundesregierung. Der BND kann sagen, wir sind ganz klasse, sagen alle ja, ja. Ne? Ja, BV, selbstlos, ne? Wir sind stinkt. Ja? So, wenn das nicht vom Markt und der Markt der Dienste ist, die Bundesregierung und andere, ne, Entscheidungsträger, wenn das nicht Teil der politischen Kultur wird, dann können Sie diese ganzen Bemühungen nicht zwar vergessen, aber Sie werden weit hinter dem zurückbleiben, was Sie brauchen, um befähigte Dienste sich zu schaffen für die nächsten Dekaden. Und mit diesem on this happy note würde der Brite sagen, beende ich jetzt mal meinen kleinen Vortrag. Dankeschön für Ihre Leidensfähigkeit. Ach, Herr Dr. Konrad, es war so erfrischend. Entschuldigung, ich muss das einfach mal so sagen. Ich danke Ihnen vorab für Ihre Ausführungen zum Nationalen Sicherheitsrat. Sie müssen wissen, unsere Sektion beschäftigt sich sehr intensiv mit diesem Thema. Wir haben, und ich glaube, sie ist auch online dabei, Frau Christina Moritz, die an einer Petition dazu arbeitet, damit das Thema wieder an Bord kommt. Und Sie haben klare Worte dazu gesprochen. Und ich glaube, aus einem Seitenaspekt nochmal, der für uns sehr wichtig ist. Meine Damen, meine Herren, Ihre Frage, Ihre Anmerkung. Junger Mann, bitte. Ja, hallo, vielen Dank, Herr Konrad, für Ihre Ausführungen. Ich würde gerne eine Frage stellen zu einem sehr spannenden Punkt, den Sie aufgebracht haben, nämlich die Frage nach dem Price Tag, weil sich ja die Stimmen tatsächlich mehren. Also jetzt vor 3 Wochen hat sich der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit im Tagesspiegel Background dazu geäußert und gefordert, dass es eine einfach gesetzliche Grundlage auch bis zum militärischen Nachwesen bräuchte. Auch Verfassungsrechte entsprechen sich dafür aus. Und da würde mich deswegen genau
interessieren. Also vielleicht zu meinem Hintergrund noch ganz kurz. Ich komme von der Stiftung Neue Verantwortung, also der Zivilgesellschaft. Und ich würde mich genau diese Frage interessieren, was der Price Tag ist und dazu auch mit dir hinzukommen, weil ich glaube, dass Sie sagen, dass das eine sehr wichtige Frage ist, eben nicht nur diese verfassungsrechtliche Komponente, was ja abgeleitet ist aus dem Gericht und Bundesverfassungsgericht vom 19. Mai 2020 zur Fernmeldeaufgabe des BND. Würde mich einerseits Ihre Perspektive dazu interessieren, wie Sie das einschätzen, wie sich das auf das militärische Nachrichtenwesen auswirken könnte, so ein eventueller Rechtsrahmen, aber auch von den Damen und Herren im Raum dazu würde mich sehr interessieren. Ja. Machen wir, ja, gute Frage, wichtige Frage. Das Wichtige wird sein, dass Sie diesen Price Tag fachlich ausarbeiten. Also nicht Sie jetzt von der Stiftung Neue Verantwortung, das können Sie nicht, logischerweise nicht, sondern das ist die Verantwortung der Bundesregierung und natürlich nicht der Bundesregierung in toto, sondern der Bundesregierung und der ihr unterstellten Dienste. Sie müssen im Grunde genommen, was wir jetzt bei den Übermittlungsrichtlinien, ja, bei den Übermittlungsbestimmungen auf jeden Fall machen müssen. Das war das, was ich im Innenausschuss auch nochmal gefordert habe und gesagt, liebe Leute, ist ja alles schön, die Ableitung, die vorgenommen worden ist. Und habe heuchlerisch unterstellt, dass es in engster Zusammenarbeit mit den betroffenen Diensten geschehen sei. Das ist vom Zeitablauf sehr ambitioniert, was ich da gesagt habe. Also ich glaube nicht davon, aber bitte, vielleicht war es so. Ich weiß es nicht. Was Sie machen müssen ist, Sie müssen einfach die ganzen Funktionen, die ein Dienst zum Beispiel jetzt bei der Informationsübermittlung vornimmt, sagen, okay, was können wir jetzt auf der Rechtsgrundlage tun, ja? Welche Verfahren sind es? Wie lange dauert das? Wen darf ich noch fragen, ja, um zu diesem Punkt zu kommen? Ja, wie haben wir das bisher gemacht? Ja, mit welchen Ergebnissen? Das heißt, wie lange brauchen wir, um ein tragfähiges Ergebnis, das ist nur ein kleiner Ausschnitt, ein tragfähiges Ergebnis in der Informationsbeschaffung zu bekommen? So, und wenn Sie dazu doppelt oder dreifach so lange brauchen, dann wird das nicht gleich zum Untergang der Bundesrepublik Deutschland führen. Natürlich nicht. Ja, aber es führt dazu, dass die Dienste immer langsamer werden, immer schwerfälliger werden. Und nehmen Sie immer noch mal die Untersuchungsausschussergebnisse von Anis Amri. Nicht? Ja, da sehen Sie, was so alles allein nur im Getriebe, im administrativen Getriebe, auch auf der Basis von Verfahrensunsicherheit. Nehmen Sie einen Sachbearbeiter, ja, der jetzt rechtliche Abwägungen vornehmen muss. Ja, so kann ich jetzt den ausländischen Nachrichtendienst X oder Y, kann ich den fragen, kann ich den nicht fragen, hat der eine operative Anschlussbefugnis? Erstens, zweitens, habe ich auch eine entsprechende rechtliche Zusicherung, dass der mit meinen Daten, ja, wenn ich jemanden anfrage, dass der mit meinen Daten nur das macht, was nach dem im Sinne der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, im Sinne des Grundgesetzes machbar ist. Ja, frage ich einen Dienst, ich möchte keine Dienste nennen, ja, der dann hinterher mit den Informationen anfängt, irgendwelche Leute zu molestieren, was wir gar nicht wollten. Wir wollten nur wissen, was er weiß. Ja, ja, dann ist das ein Problem. Und wir haben natürlich, Sie können eine Zusicherung haben, ich bitte Sie, das ist nichts anderes als ein juristisches Feigenblatt. Ja, wenn sich ein Dienst darauf einlässt und sagt, natürlich werden wir das nur in Ihrem Sinne betreiben, dann sagen wir, ja, und wie wollen Sie das kontrollieren? Ja. Ja, wie wollen Sie, wenn ich das lese, dann sage ich, in welcher Welt lebt ihr? Ja? Dass wir die großmächtige Bundesrepublik Deutschland, der großmächtige Bundesverfassungsschutz, der noch großmächtiger BND, ja, bei gewissen Staaten sagen, bei unserem Zorn, nicht wahr, werdet ihr bitteschön die Informationen nur in unserem Sinne verwerten. Und ansonsten meldet ihr schön brav, nicht wahr, was ihr mit ihnen vielleicht noch sonst getan habt. Ja? Dann kann ich nur sagen, wie heißt es schön, Judex non calculat. Ja, aber diesmal jetzt im veralbernden Sinne. Ja. Das ist nicht von dieser Welt. Wir müssen uns also hier schon, ja, das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt. Ansonsten, Sie können pauschal sagen, das muss begründet werden. Ja. Das ist ganz wichtig. Diese albernen Totschlagargumente auch von Seiten der Dienste oder verantwortlichen Ministerien, das ist genauso albern wie umgekehrt. Ja. Aber Sie müssen es ausbuchstabieren. Ja. Die Dienste müssen es gegenüber ihren Aufsichtsbehörden, also BMI oder eben BfV, ausbuchstabieren, ja, was noch geht, was nicht mehr geht und welche Konsequenzen das heißt. Too little, too late. Ja? So. Und das muss dann, das geht nur über die Gremien, ja, in diesem Fall, also das PKGR, muss das entsprechend eingeführt werden in Gesetzgebung und die Korrektur von Gesetzgebung. Ja, das ist der Weg. Und wenn man da zu faul oder zu feige ist, dann trägt man natürlich mit Verantwortung dafür. Das ist ganz klar. Es ist eine Verantwortung, eine gemeinsame, ja, von Regierung, nachgeordneten Behörden und Legislative. Ja. Das ist das, was man auch Gesetzesfolgenabschätzung nennt. Nicht? Das ist ein sehr beliebter Begriff, ja, ein berechtigter Begriff. Sie machen ein Gesetz und haben keine Ahnung, was sie damit anrichten.
Ja, was häufig ein Normalfall ist, ja, weil Sie die Komplexität der Materie häufig nicht überblicken. Also machen Sie eins nach bestem Wissen und Gewissen und dann schauen Sie, wie es funktioniert. Ja, da müssen Sie aber eben dann auf die Korrekturen. Das ist der Weg. Auch gerade im Bereich der Nachrichtendienste, über die man eben öffentlich nicht spricht und dann tut man nichts. Und was die Bundeswehr angeht, da gilt das Gleiche. Ich meine, die Bundeswehr hat es prima facie ein kleines bisschen leichter, weil ihre Tätigkeit derzeit in vielen Bereichen etwas transparenter ist. Ja? Sie müssen aber die Ableitung, die Sie vornehmen müssen, ist ganz klar. Wir arbeiten im Rahmen eines Einsatzes, ja, zur Ermöglichung eines militärischen Erfolgs. Ja? Wenn Sie im Einsatz sind, sind Sie im Krieg. Ja, und da gelten andere, das muss man ganz klar sagen. Ich meine, da, wenn Sie es ganz platt sagen, im Krieg ist das Grundrecht auf persönliche, ja, Unversehrtheit, ja, das allen Menschen zukommt, zufälligerweise leicht eingeschränkt, ja, um es mal höflich auszudrücken. Ja, ja? Wir müssen bedenken, wenn die Bundeswehr scharf schießt, ja, auf einen Gegner, und wie schon gesagt, das haben wir alles sehr schön in Afghanistan durchgelegt, dann sind dann nachher auf einmal horrible Diktatur irgendwelche Menschen tot. Ja, die in ihrem universalen Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit nach dem Grundgesetz da leicht eingeschränkt worden sind. Durch deutsches Verwaltungshandeln, sage ich mal extra. Ne? Ja, ne? Sie merken, wohin das führt. Ja, da haben Sie vorher kein UKR fragen können. Ja, und das gilt natürlich auch für das gilt auch für nachrichtendienstliche Tätigkeiten. Sie haben eine ganz andere, ja, im Kriegsfall, ja, im Konfliktfall haben Sie eine andere Rechtsgrundlage. Und so hat das Grundgesetz auch vorgesehen. Ja? Ja? Sie können die nicht mit den gleichen Elle messen, ja, wie einen Nachrichtendienst. Ja? Wobei das ohnehin, da kann man dann nochmal schreiben, ob die Elle für den Nachrichtendienst richtig angelegt ist. Ja? Denn wie schon gesagt, wenn Sie einen unfähigen, sage ich extra so plakativ, wenn Sie einen unfähigen Nachrichtendienst haben, wird das sich auch bei der Bundeswehr bitte auszahlen. Denn die Bundeswehr ist albernerweise nicht nur von den Ergebnissen ihres militärischen Nachrichtenwesens abhängig, denn dieses ist zu Teilen, zumindest nicht um Gottes Willen, nicht in allen Bereichen, aber zu Teilen sehr klar abhängig von den Erkenntnissen und Ergebnissen, sei es des Bundesnachrichtendienstes, sei es des BAMAT, auch je nachdem, um welche Sicherungsmaßnahmen es geht. Ja. Christiane, wir springen ins Internet, es brummt, hunderte von Fragen. Also wir haben schon auf jeden Fall einiges und da müssen wir jetzt einmal zusammenfassen. Und zwar drehen sich hier die Fragen aus dem Internet auch viel zum einen um die rechtlichen, aber zum anderen um so personelle Reformfragen. Und daher, so, um das Ganze mal zu framen, wird hier gesagt, es wird wahrgenommen und es kommt auch der Vorwurf, dass Deutschland bisweilen so ein nachrichtendienstlicher Trittbrettfahrer sei. Was braucht man denn dann wirklich an konkreten ersten Schritten? Gerade auch im Vergleich zu anderen Nachrichtendiensten, zu unseren Partnerländern. Da ist eine anschließende Frage, nämlich, welche Bedeutung haben denn unsere Nachrichtendienste überhaupt verglichen mit den Nachrichtendiensten in anderen Ländern, in den USA, in Großbritannien, gerade auch bei der nachrichtendienstlichen Entscheidungsfindung und politischen Entscheidungsfindung? Und was müsste aus Ihrer Sicht gerade auch an den rechtlichen Restriktionen geändert werden, um dann mit diesen Partnerländern auch auf Augenhöhe agieren zu können? Ja, das möchte ich ganz einfach beantworten damit, dass wir sagen, ein Rechtsvergleich hilft weiter. Ja, das heißt, Sie müssen einen Rechtsvergleich vornehmen, wie die vergleichbaren Dienste ausgestattet sind, also mandatiert, rechtlich mandatiert sind. Und daraus nochmal die Lernfrage stellen, auch von Seiten des Gesetzgebers, was dürfen die, auf welcher Grundlage dürfen die das und dürfen wir in der Bundesrepublik Deutschland das auch, ja oder nein? Ich sprach schon von den Übermittlungsrichtlinien. Hier ganz konkret ist meine Arbeitshypothese, wir werden das sehen innerhalb der nächsten anderthalb Jahre bei der Evaluierung, wenn sie ordentlich aussieht, sind die Eingriffsvoraussetzungen, ja, für die Weitergabe von Informationen überhaupt realistisch? Ja, oder sind sie zu hoch? Das ist eine Frage. Die andere Frage war die, da ist Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung natürlich da, aber auch das ist ja, wenn Sie so wollen, ist ja nicht ex cathedra, das ist die derzeitige rechtliche Güterabwägung, die vorgenommen, die verfassungsrechtliche Güterabwägung. Es gibt schon genügend Stimmen, auch in der verfassungsrechtlichen Literatur, die sagt, hier muss nachgebessert werden. In dem Sinne, dass Grundbefähigungen im Bereich von Signal Intelligence, von Bulk Data,
ja, also von Massendaten, Verkehrsdatenspeicherung. Ja, ja, Verkehrsdatenspeicherung, Zeiträumen, die Sie brauchen. Ne? Sie müssen hier noch einmal eine Güterabwägung vornehmen, ob das, also im Vergleich zu anderen, ja, daher kommen ja auch dann die Ergebnisse, die ich vorhin sprach, ne? Woher kommen denn die Hinweise, ja, von Partnerdiensten, ja, zu Dingen, ja, die uns angehen, die wir aber selber nicht ermitteln können. Und ein Teil davon ist objektiv wahrscheinlich gegeben, die andere Töpfe haben, die wir auch gar nicht erreichen können. Ne? Das ist ein Fakt. Die Frage ist auch hier, das muss, ne? Diese Fragen müssen empirisch festgestellt werden. Und dann müssen Sie nochmal neu ansetzen in der jeweiligen Güterabwägung. Ne? Das kann man jetzt nicht, ich habe keine Liste, ne? Denn ich habe das empirisch logischerweise, kann ich nicht und darf ich nicht und würde es Ihnen auch nicht sagen können. Aber Sie müssen diesen Kassensturz der Befähigungen und der Mandatierung müssen Sie vornehmen. Ja? Und müssen dann auf der Grundlage nochmal prüfen, passt das rechtliche Gewand. Ja? Das ist jetzt mal. Das war die eine rechtliche Frage. Das ist das, was ich dem Kollegen von der Stiftung Neuen Verantwortung auch schon mehr oder weniger gesagt habe. Das ist das Wichtige. Das ist eine Verantwortung, wie schon gesagt, der Dienste, der zuständigen Behörden, der Ministerien und dann aber eben auch der gesetzgebenden Kraft und Macht, diese Dinge dann auch zur Kenntnis zu nehmen und entsprechend auch unter Einschluss einer Neubewertung von verfassungsgerichtlichen Güterabwägungen nochmal vorzulegen. Das ist der Punkt. Denn da ist einiges an Diskussionsbedarf, sagen wir, fachlichem, möglicherweise sogar rechtlichem Diskussionsbedarf im Raum. Ja. Die andere, da war noch ein anderer Fragenkomplex, glaube ich, den Sie erwähnt haben, den ich aber schon natürlich wieder vergessen habe. Also da geht es vor allem auch nur, also zum einen um die rechtlichen, das andere ist dann diese personelle Frage. Ja. Also was muss man denn da zum Beispiel auch nochmal in Angriff nehmen, um auch wirklich auf Augenhöhe agieren zu können? Hm. Und dann ist natürlich auch die Frage daran, wird man denn überhaupt gehört in der Politik als Nachrichtendienst? Ja, ja, ja. 6.500 Menschen im Bundesnachrichtendienst sind mit Sicherheit nicht alle im operativen Bereich tätig. Also erstens sind das zwar 6.500 Planstellen. Ja. Ne? Und pressebekannt ist, dass von denen, also 1.000, soweit ich lese, nicht besetzt sind. Also können Sie erstmal von 5.500 Bediensteten ausgehen. Natürlich sind die, die werden immer, das ist so, das habe ich in meiner Zeit im BND auch immer in der Diskussion mitbekommen, dass sie einfach sagen, ja, wieso bei 5.500 oder eben 6.500 Mitarbeitern werden sie doch das und das auch noch schaffen. Das ist dann so, sage ich, ja, dann nehme ich die 6.500 Mitarbeiter heute für diese Aufgabe und morgen für jene Aufgabe. Das ist natürlich alles dummes Zeug. Sie haben in der Tat, wenn Sie 6.500 Mitarbeiter sich anschauen, nehmen wir mal die 6.500, ja, und dann schauen Sie mal, was Dienste wie zum Beispiel das GCHQ, ne, also das, der SIGINT-Dienst der Briten, weil von Amerikanern reden wir ja schon gar nicht mehr. Ja, die CIA hat 20.000, 30.000 Mitarbeiter, nur die CIA. Die NSA, also beispielsweise der SIGINT-Dienst, der Fernmeldeaufklärungsdienst, hat, das sind alles Wikipedia-Zahlen, also insofern, und ob es ein bisschen mehr oder weniger ist, ist auch völlig egal, hat 40.000 Mitarbeiter. Die NGA, also die nur für Imagery Intelligence, für die Auswertung da ist, die hat 30.000 Mitarbeiter. Ja, und so geht's weiter. Das Department of Homeland Security hat über 100.000 Mitarbeiter. Na gut, das Homeland ist auch ein bisschen größer als in der Bundesrepublik Deutschland, gleichwohl. Ja, wenn Sie das alles zusammenzählen, die Intelligence Community in den USA liegt also im satten sechsstelligen Bereich. Ich kann es Ihnen jetzt aus dem Kopf auch nicht mehr sagen. Ich sage jetzt gefühlte, aber nageln Sie mich nicht fest, um die 300.000 Beschäftigte, ja, die sich mit Intelligence in den verschiedenen Darreichungs- und Beschaffungsformen passt. Also deswegen, lassen wir die mal außen vor. Ja. Die haben auch ein etwas größeres Portfolio, ja, was sie so alles weltweit sehen wollen und auch beeinflussen wollen. Nehmen Sie die Briten, die ja nun finanziell und auch materiell, personell jetzt gar nicht so gesegnet sind. Ja. Sie haben ein Unified Intelligence Budget von 3 Milliarden Pfund. Da sind betroffen. Der MI6, das ist der operative Auslandsnachrichtendienst, der MI5, das ist der operative Inlandsnachrichtendienst, das GCHQ ist, wie schon gesagt, der SIGINT-Nachrichtendienst, sie haben Defense Intelligence, ja, das sind die vier Dienste, die beschaffen und zum Teil auch auswerten. Die
Defense Intelligence, ich will da jetzt gar nicht weiter reden. Defense Intelligence ist der zentrale Auswärtedienst, also das, was früher beim BND mal die Abteilung 3 war, ja, zivile, militärische Fragen. Deswegen kommen da auch dann die täglichen Lageberichte zur Ukraine. Die kommen aus der Defense Intelligence über das MOD, ja, basieren aber natürlich auf der breiten Palette der Beschaffungsleistungen der britischen Dienste und natürlich einer sehr sorgfältigen Auswahl und Sanitarisierung, ja, des Materials. Das ist auch logisch. Ja. So, aber nur um zu sagen, 3 Milliarden pro Jahr, ja, für alle Dienste. Und wenn Sie das jetzt mal zusammenrechnen, wie es bei der Bundesrepublik Deutschland aussieht, der BND hat in den letzten 3 Jahren, es sind schon 4 inzwischen, er hat also löblicherweise dann an eine Milliarde Euro bekommen. Der BND ist für die operative Jugendaufklärung zuständig, er ist für SIGINT-Aufklärung zuständig, er ist für die Auswertung zuständig, ja, er ist für alle Felder zuständig, Politik und sonstige Felder zuständig. Und dann merken Sie daran schon, mit 1 Milliarde, ja, werden Sie da nicht so viel erreichen können. Jetzt rein von außen betrachtet Zahlen, die im Raum stehen. Ja, jetzt gar nicht weiter in die Tiefe gegangen. So, das heißt, Sie werden, und die Briten machen das, als ich in Großbritannien war, vor über 10 Jahren, da waren es 2 Milliarden. Ja, also zwischen 2012 und 2015. Ja, da war das Overall Budget war bei 2 Milliarden. Und da sagte man immer so unter dem Siegel der Geschwätzigkeit, ja, und die Hälfte ungefähr geht in SIGINT. Ne? Ja. Ja, so. SIGINT, ja, im Bundesnachrichtendienst ist eine Abteilung, schon immer gewesen, ja, und hat einen gewissen Löwenanteil an Personal, einen starken Anteil an Personal. Aber Sie können runterrechnen, damals in meiner Zeit, also vor 2017, 16 rum, können Sie es aus dem Gesamtbudget von 500, extra aufgerundet, 500 Millionchen Jahresetat, und zwar über Jahre hinweg, ja, für den Bundesnachrichtendienst. Ja, können Sie dann darauf ein Scheibchen dann für die technische Aufklärung. Ja? Sie merken, der Punkt war, ähnlich wie bei der Bundeswehr. Ja? Schauen Sie sich die, alles in größerem Maßstab, die Zahlen sind größer bei der Bundeswehr, aber Sie haben genau das Gleiche. Ja? Sie brauchten es eben nicht. Und so wie die Bundeswehr eben in mancherlei Hinsicht nicht satisfaktionsfähig ist, und da kann sie gar nichts dafür, ja? Weil sie eben entsprechend, wie es so schön heißt, kaputt gespart worden ist, ja? Denken Sie nur allein an den Digitalfunk seligen Angedenkens. Ne? Und mit dem können Sie nicht gemeinsam im Gefechtsfeld operieren. Ja, ich bitte Sie. Ja, also eine elementar, also vergleichbare Dinge finden Sie natürlich auch in anderen Feldern. Ich sage es jetzt mal so allgemein. Ja, deswegen sprach ich vom Status der Fußkranken. Ja, und Sie wissen, die Fußkranken, nicht wahr? Die bestimmen dann hinterher sozusagen das gesamte Marschergebnis. Ja. Hier müssen wir enorm nachholen. Und das ist natürlich nicht damit getan, dass wir jetzt ein Jahr lang einen Haufen Geld reinwerfen. Sie wissen selber, die Resorption, wenn Sie das Sondervermögen, die 100 Milliarden auf einen Schlag bekämen, mit der Maßgabe, es in einem Haushaltsjahr auszugeben, dann müssen Sie sich alle miteinander kollektiv jeden Tag besaufen. Ne? In der Hoffnung, dass das wenigstens dann reicht. Ne? Die Resorption des Geldes in sinnvolle Projekte, das ist eine riesige Herausforderung. Ja, muss ich Ihnen nicht sagen, aber ich sage es Ihnen trotzdem. Ja? Und das gilt natürlich im kleineren Maßstab bei Diensten genauso. Ja? Sie können Ihnen Geld und Planstellen vor die Füße werfen und sagen, ja, ist gut, ne? Dann habt das doch und morgen seid ihr fit. Ne? Dann wissen Sie, ja, das ist natürlich sachwidrig, aber praktisch. Ja? Aber auch darauf muss man dann mit der notwendigen Deutlichkeit hinweisen. Das ist das Wichtige dabei. Ja? Und sagen, ist alles wunderschön, kommt in 3 Jahren wieder und dann sprechen wir uns. Ihr habt es nämlich versemmelt. Ja, und das ist das Problem, das wir haben. Ja, Ihre Frage bitte kurz. Ich habe auch noch eine kurz, passt ganz gut auch zu dem, was Sie aus dem Internet haben. Und zwar, Sie hatten ja gesagt, Herr Ronner, dass da eben unsere Dienste leider Gottes oft auch die Informationen von ausländischen Diensten angewiesen sind oder auch die Bundesrepublik darauf angewiesen sind. Siehe Beispiel Wuppertal, wo das auch immer war mit dieser Terrorismusgeschichte. Und auch, ich erinnere mich an den Fall, wo der saudi-arabische Geheimdienst anscheinend uns geholfen hat, da war irgendwie ein Paket, war verdächtig, ein Flugzeug in so einem, vor Jahren, ein Passagierflugzeug, wo ich weiß, was tatsächlich da auch Gepäck mit und Waren mit transportiert und solche Dinge. Jetzt ist meine Frage an Sie, welche Motivation haben denn diese ausländischen Geheimdienste, uns überhaupt was zu sagen, wenn ja wir umgekehrt vergleichsweise wenig
dürfen und vielleicht, also das würde mich interessieren, was ist da überhaupt für eine Motivation? Die werden das ja nicht nur aus Freundlichkeit tun, das würde mich interessieren, denn genau, das macht man sich natürlich gerade wobei. Und Sie sagten ja auch umgekehrt, wir dürfen nicht an die anderen herantreten, ihr dürft das und das könnt ihr dann für uns tun. Was darf man denn annehmen dann überhaupt? Also wenn Informationen kommen, das ist ja dann auch die Frage, was man bei uns dann überhaupt verwerten dürfte oder ob es da auch Barrikaden gibt. Ja, natürlich. Die Barrikaden sind ganz klar, dass sie sagen wir, unter gröblicher Verletzung von Menschenrechten erworbene Informationen, wenn sie das so zur Kenntnis nehmen, die dürfen sie normalerweise nicht annehmen. Ja, genau, das ist natürlich dann häufig nicht, das ist dann Ignorance is Bliss, nicht? Ja, aber die Problematik, die Sie haben, das ist natürlich ein Dilemma, das haben andere Dienste auch, also das ist ganz klar, je nachdem mit welchen Partnern Sie zusammenarbeiten müssen, müssen Sie sich schon ernstliche Fragen stellen, wie weit kann das gehen? Ja, das ist ganz klar. Aber die Frage, was bewegt andere Dienste, uns was zu erzählen? Schauen Sie. Das Geschäft der Nachrichtendienste, das internationale Austauschgeschäft, ist ja vielschichtig. Das heißt, man gibt zum Beispiel einen personenbezogenen Hinweis, der vielleicht zu der Aufklärung eines Terroranschlags beiträgt. Sie verpflichten sich damit, sagen wir mal, die Bundesrepublik bzw. die Dienste. Und dann wird gegebenenfalls mit anderen Gegenleistungen, das müssen noch nicht mal nachrichtendienstliche sein, ja, wird man sich erkenntlich zeigen. Also das darf man nicht sozusagen im striktesten Do-Des sehen. Ja. Gleichwohl, selbst das Bundesverfassungsgericht hat es in seinem Urteil vom 19. Mai 2020 nicht konzediert, es muss die Befähigung zum Austausch von nachrichtendienstlichen Hinweisen und Erkenntnissen geben, denn ganz ohne kommen sie nicht weiter. Das sagt ja auch das Bundesverfassungsgericht und gibt ja dafür auch der entsprechende Richtlinien. Auch hier ist die Frage die, wie bei den Übermittlungsrichtlinien, das ist fast das Gleiche, erfüllen die ihren Zweck oder ist es eben nur weiße Salbe? Wie schon gesagt, das ist eine fachliche Diskussion, die muss eben in fachlichen Bereichen geführt werden, muss zu Ergebnissen führen und diese Ergebnisse müssen praktisch zu einer Bewertung, auch einer rechtlichen Bewertung führen. Ja? Weil Sie zwei, auch das Bundesverfassungsgericht, deswegen dieses Urteil vom 19. Mai 2020, ich bin ein großer Fan dieses Urteils, in der ersten Hälfte, nicht in der zweiten Hälfte des Urteils. Nicht? Die meisten sind großer Fan in den Regularien der Eingrenzung und Einhegung der Dienste. Und ich sage, lest bitte schön die Randnummern 159 bis 164, in denen sehr klar und sehr autoritativ die grundgesetzlich auch, wenn Sie wollen, abgeleitete Bedeutung einer wirksamen Auslandsaufklärung für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland. Ja, und für die Wahrung auch, wie wir es in der Einleitung auch zu dem Vortrag geschrieben haben, ja, zur Wahrung auch der zentralen Rechtsgüter der Bundesrepublik Deutschland. Ja, es ist ja nicht so, dass das alles irgendwelche zweckfreie Schnüffelei wäre, ja, sondern das Ganze dient einer, ja, dient unter anderem, und das ist auch O-Ton Bundesverfassungsgericht, ja, die rechtzeitige und sachgerechte Information der Bundesrepublik Deutschland, der Bundesregierung, ja, zu Sachverhalten von Nachrichtendiensten, nein, von sicherheitspolitischer Relevanz, hilft oder soll der Bundesregierung helfen, sich im internationalen Kontext zu behaupten und folgenschweren Fehlentscheidungen vorbeugen zu helfen, wenn sie denn die Sachen annehmen. Ja? Aber das ist die Zielsetzung. Das ist abgesehen von der eigentlichen Gefahrenabwehr. Also hochböser Terrorist im Land X hat vor, nach Deutschland zu kommen. Ne? Das ist so eine isolierte, wichtige Geschichte. Das andere heißt aber, was ich vorhin mit Information Superiority beschrieben habe, wenn sie im Blindflug sich durch die internationale sicherheitspolitische Landschaft bewegen, wundern Sie sich bitte schön nicht, wenn Sie am entsprechenden Berggipfel halt hängen bleiben. Ja? Das heißt, und das ist, wenn Sie so wollen, nicht nur jetzt ein, wir wissen ja, wie das in Deutschland so ist, nicht? Wenn das ein Nachrichtendienstlicher sagt, sagt man, ja, ist ja klar, was soll er denn sonst sagen? Nicht? Hilfe, ich bin wichtig, nicht wahr? Und wenn ihr mich nicht hättet, nicht, dann wäre der viel ärmer dran. Freundlicherweise sind diese Überlegungen, haben eben Eingang gefunden in die Güterabwägung des Bundesverfassungsgerichts, also unseres Ersatzvatikans. Wir sind eigentlich schon über unsere vorgesehene Zeit. Christiane, wir springen noch einmal ganz kurz ins Internet und dann gibt es die Final Question. Okay.
Ja, ich fasse die drei Fragen hier zusammen. Das geht nämlich in eine ähnliche Richtung. Es handelt sich, wir bleiben jetzt so im Auslandsbereich zur Bundeswehr und so weiter. Und zwar zunächst einmal die Frage, wenn Sie davon sprechen, dass ja der Auftrag der Nachrichtendienste ist, es dann wirklich sachgerecht und zeitgemäß dann auch korrekte Informationen weiterzugeben. So habe ich hier die erste Frage: Warum haben wir denn dann die tatsächlichen Fähigkeiten der russischen Streitkräfte vor Beginn des Ukraine-Krieges so völlig überschätzt? Haben wir das? Und daran anschließend folgt natürlich auch die Frage: Wie genau ist denn eigentlich dann der BND und die Bundeswehr vernetzt? Wie genau funktioniert diese Verknüpfung? Und anschließend auch nochmal daran die Frage, jetzt gibt es schon die Einschätzung, es wird mehr in so gemeinsame Collection Capabilities auch investiert, aber sollte man dann eher in die Capabilities, in die Collection Capabilities oder doch in die Personalqualifikation investieren? Also ich glaube, das geht alles in den Ja, Weg. ja, ja, ja. Fangen wir gleich mit der letzten Frage an. Das eine ist oder das andere nicht zu haben. Ja, Sie müssen, und klar ist auch, Sie werden in beiden Bereichen keine Maximalwerte erzielen. Das ist too good to be true. So viel Mittel werden Sie absehbar nie haben. Aber es ist ganz klar, Sie müssen, ich sage jetzt mal einfach ganz albern, mindestens eine Art von 50-50, das ist jetzt eine gleichgewichtige Beschaffungs- und Auswertekapazität haben, denn es nützt Ihnen nichts, wenn Sie Dinge beschaffen, die Sie hinterher nicht auswerten können. Ja, das muss man ganz klar sehen. Also, das heißt, hier muss ein gesundes Verhältnis, das kann auch 40, 60 oder sowas in der Richtung sein. Aber es ist ganz wichtig, Sie müssen das Großhirn befähigen, ja, mit den Dingen, die die Hände herbeigeschafft haben, ja, mit den Dingen überhaupt kognitiv umzugehen. Ja, Punkt 1. Punkt 2, wie genau die Vernetzung, die Verlinkung zwischen BND und dem militärischen Nachrichtenwesen der Bundeswehr ist. Dazu gibt es auch einiges Schriftliches, nicht? Erstens ist es so, dass die Bundeswehr ja nun einen nicht ganz unerheblichen Anteil an Planstellen, nicht wahr, im Bundesland schon immer hatte, nicht? Eine Art von militärischer Auswertung, im Prinzip auch eine Art von militärischer Beschaffung. Ich sage mal so wachsweich. Wie es heute ist, kann ich Ihnen schon gar nicht mehr sagen, nicht? Aber das ist klassisch gewesen. Das kommt doch aus der Kalten Kriegszeit, aus fremde Heere Ost, wenn Sie so wollen, nicht wahr? Dass man sich im Kalten Krieg rührend, nicht wahr, um die Befähigungen, und zwar nicht nur die rein auf dem Papier stehenden, sondern auch durch intensive Übungsbeobachtungen, Analyse, sich sehr intensiv um die Befähigungen und Aktivitäten der sowjetischen oder Warschauer Paktstreitkräfte gekümmert hat, bis ins Detail. Da war auch, das kann man heute durchaus sagen, die Fernmeldeaufklärung, also die kurzwellenbasierte Fernmeldeaufklärung, war damals aufgrund von Investitionen der 70er Jahre. Der Bundeskanzler Schmidt hat das seinerzeit gepusht und mit politisch verantwortet, wirklich zu einer Stärke der Bundesrepublik Deutschland geworden war im internationalen Kontext. Die Crowds waren ja auch geopolitisch natürlich auch an der Grenze, nicht, zwischen dem Warschauer Pakt und NATO angesiedelt. Das heißt, die Erfassung auf der einen Seite leicht, aber das meiste kommt natürlich von oben bei HF, mit der Kurzwelle. Aber die Analyse, die Metadatenanalyse im Übrigen, liebe Kolleginnen und Kollegen, das war auch, lesen konnte das keiner. Das Zeug war kryptiert und war mit den zur Verfügung stellenden Mitteln, nicht nur jetzt in Deutschland, sondern NATO-weit, war nicht dekryptierbar. Aber die Metadaten, das heißt die Daten der Identifizierung von Sendern und Empfängern, konnte man durch ein tolles Analysesystem über Jahre so weit identifizieren. Das habe ich selber als junger Lageroffizier im BMVG vorgetragen, ohne zu verstehen, was ich da gesagt habe, muss ich sagen. Wie dann also mit 29, nicht wahr, in der damaligen DDR von Standort A nach Standort B verlegt worden sind, oder dass das Übungsgeschehen der Warschauer Paktstreitkräfte im jahreszeitlich bedingten Rhythmus stattfand und Umfang stattfand. Nicht? Worauf mich dann damals der damalige Oberstbautzmann, später Generalbautzmann, gefragt hat: lieber Konrad, was heißt das jetzt, nicht wahr? Und als Reserveoffizier bin ich dann rot errötet und habe gesagt: So genau weiß ich das auch nicht. Nicht? Aber ich muss sagen, das kam auch nicht drauf an in dem konkreten Fall, was meine Person eigentlich, ich erzähle Ihnen das nur. Das war damals die tägliche militärische Lage, die damals noch aus dem Bunker in Ahrweiler kam. Nicht? Das heißt, da konnten Sie durchaus, das war eindrucksvoll, konnten Sie mit einem relativ hohen Anteil an Wahrscheinlichkeit, ne, Prozent an Wahrscheinlichkeit, die Truppenbewegungen der Warschauer Paktstreitkräfte westlich des Ural feststellen. So, nachher, nach 1990, da kommen wir nämlich zu dieser berühmten Frage: Wie kommt es eigentlich, dass man Befähigungen, zum Beispiel russischerseits,
so überschätzt hat. Die Frage, die stelle ich mit Vergnügen unseren amerikanischen Verbündeten, weil nämlich, die es auch selber zugeben, ja? Also insofern ist das gar nicht das große Problem. Die amerikanischen Verbündeten haben öffentlich zugegeben, dass sie die russischen Befähigungen vor dem Ausbruch des Krieges weit überschätzt haben. Die Amerikaner haben den Ukrainern auch nicht sehr viel, also keinen Pfifferling sozusagen in die Überlebensfähigkeit der Ukraine gesetzt. Sie haben denen zwar geholfen, wie wir alle wissen, nicht nur die, in der Zeit nach 2014, nach dem Motto, schauen wir halt zu, dass wir aus den armen Teufeln was machen. Aber dass die dann so gut waren und die Russen so schlecht, ja, das war letzten Endes ein Irrtum der Strategic Intelligence. Und da lässt sich aus meiner Sicht, ich weiß nicht, ob das der zutreffende Grund ist, aber es hat ja keinen mehr interessiert, wer wollte denn gegen Russland einen Krieg führen? Wer macht denn dann eine Order of Battle? Ja, und zwar eine Ordnung gescheit, wer wirklich interessiert sich für die Befähigungen, für die Fähigkeit, einen gerade noch Landkrieg zu führen? Nicht? Eine andere Frage war Raketenpotenziale, Luftstreitkräfte, Seestreitkräfte, also Dinge, die einen selber durchaus potenziell aus amerikanischer Sicht betreffen könnten. Aber ich meine, Amerika ist noch weiter weg von Russland als Deutschland. Hm? Ja. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Russen mit Landstreitkräften, ne, die Bundesrepublik Deutschland angreifen, it's a little bit remote. Ne? Das ist ein bisschen schwierig. Ja? Sodass sozusagen die Notwendigkeit, ja, einen Gegner so aufzuklären, dass sie ihm im Felde standhalten, ja, oder besser noch ihn zurückschlagen, besiegen können und sonst was, ja, die bemisst sich nach der geostrategischen Lage, die sie haben. Und da unterstelle ich mal, ich weiß es nicht, aber ich unterstelle, dass die Amerikaner, und breite Deutschland ist natürlich auch nicht anders, ich meine, die Bundesrepublik Deutschland hat Russland nicht als Kriegsgegner. Und nur Kriegsgegner, potenzielle, klären sie so auf, ja, oder versuchen es aufzuklären, dass sie dann im Zweifel auch schlagen können. Die NATO-Russland-Akte gehabt. Ja, zum Beispiel, ja. Es war ja eigentlich gar nicht mehr vorgesehen. Ja, ja, und dann werden sie auch nicht mehr Millionen, Millionen, Millionen investieren in eine hoch aufgelöste militärische Aufklärung und Auswertung. Ja? Also das macht man dann wirklich nicht mehr. Ich meine, es ist ja auch unsinnig, ja, wenn sie, ja, wir können zum Beispiel die Schweiz, nicht wahr, oder auch Liechtenstein, das wäre aber nicht so teuer, nicht, aber können wir natürlich dann auch bis ins letzte Detail aufklären, ja, in der unsinnigen Annahme, dass sie dann irgendwann mal die Bundesrepublik Deutschland erobern wollten. Ja, ja, man weiß nie, ne, man weiß nie, ja, nicht, aber nicht, das wird sich da bei den Bayern schauen, gell, aber, nicht, ne, aber sie merken, das ist dann im Bereich der Burleske. Ja. Und so müssen sie natürlich von vornherein diese Grundsatzfrage, müssen Sie sich natürlich stellen, wo sehen Sie militärische Bedrohungen objektiver Natur? Das heißt, wer kann uns, ja, Sie müssen wiederum so fragen, wer kann uns massiv schädigen oder bedrohen, in welcher Weise? Ja? Ja, das ist erstmal eine Frage, Sie kommen von Ihren eigenen Verletzlichkeiten her. Ja? Also wo kann man uns, Mann, wer auch immer Mann ist, ja, wo kann man uns treffen? Ja, so, da sind Sie praktisch bei der Resilienz, bei der Verteidigungsfähigkeit. Und dann ist die nächste Frage die, und wer hätte denn die Mittel, nicht die Absicht, die Mittel, uns entsprechend zu schädigen? Und die dritte Frage ist dann noch der, und wer käme denn jetzt im Augenblick als derjenige, die Mittel besitzen für Schädigung, wer käme denn da nun auch mit seinen Absichten in Frage? Und so müssen Sie vorgehen. Ja? Das heißt, und nur da, wo Sie, Sie müssen die Mittel en Detail aufklären, die Sie direkt schädigen können. Ja? Und dazu gehörten bei den Russen, um im Beispiel zu bleiben, gehören die Landstreitkräfte ganz sicherlich nicht. Ja? Aus der Perspektive weder der Bundesrepublik Deutschland noch der USA und anderer. Ja? Das ist also eine, wie schon gesagt, eine Plausibilitätsüberlegung, die ich von meiner Seite aus anstelle. Aber man hat sich blenden lassen, das ist auch offiziell so gekannt, man hat sich blenden lassen von den durchaus eindrucksvollen taktischen Leistungen der russischen Streitkräfte da und dort. Aber sie haben natürlich, wenn sie Truppe von Russland in schneller Folge und gut verlegen nach Syrien, wie es ja 2015 geschehen ist, dann ist das gut. Da wird sich jeder G4er wird sich freuen, ne, oder G3er auch und sagt, das haben sie schön gemacht, eine gute Verlegeübung, aber das ist kein Einsatz im Kampf. Und in Syrien gab es auch keinen Kriegseinsatz, sondern man flog fröhlich, ohne dass irgendwelche Luftabwehr da war und ließ hier und da mal was fallen. Ne? Das ist kein Krieg. Ja? Da können sie keine Befähigungen ableiten. Ne? Und so waren die meisten Einsätze, sie haben überzeugende Manöverleistungen erbracht. Sie wissen, wie das mit den Manövern so ist, nicht wahr?
Vor Turner, nicht? Ähnliches dort, wo man Demonstrationseffekte zielen wollte. Bei anderen Manövern sah es nicht so toll aus, aber man hat einfach dann aus solchen Dingen eine Generalisierung aufgenommen. Ja, wenn die das können, dann werden die anderen auch irgendwie ganz gut können. Ja, das ist eine Masse und ansonsten interessiert uns diese Arbeitshypothese. Ja, mit einer Arbeitshypothese können Sie dann hinterher nicht in den Konflikt reingehen oder Sie verhauen sich eben dann in der entsprechenden Einschätzung zu Beginn eines Konflikts. Sie sind mir alle nicht böse. Eine Frage noch. Die final question vom General Schubert. Oh. Schubert ist mein Name. Als Kamerad der Luftwaffe wollte ich Ihnen erstmal danken für Ihre exzellente Lageanalyse. Die hat mir aus dem Herzen gesprochen. Und in diesem Zusammenhang bewegt mich die Frage, wenn man Streitkräfte abbaut, so wie es geschehen ist, ist das eine Sache. Wenn man Nachrichtendienste gleichermaßen, halte ich das also für grob fahrlässig. Denn ich brauche ja als erstes mal die Strategic Intelligence, um dann daraus auch meine Schlüsse zu ziehen, wie ich meine Streitkräfte jetzt und in Zukunft ausrichten will. Nun haben wir ja nun seit spätestens 15 Jahren hybride Bedrohungen, Terrorismus, Cyberwar, vieles andere mehr. Das ist ja gar nicht mehr so sehr das Militärische. Also muss man ja davon ausgehen, dass eigentlich die Nachrichtendienste wesentlich eher aufgerüstet worden als die Bundeswehr. Die Zeitenwende hätte in München und in anderen Standorten, also auch in Köln, eigentlich schon wesentlich eher anfangen müssen. Also der Mindset stimmt nicht. Das wäre Ihre Aussage. So, wenn ich jetzt auf den Mindset komme, und daran schließe ich jetzt auch meine Frage an, dann frage ich mich, was machen wir denn eigentlich in der Entgeltkommission Afghanistan? Afghanistan ist ja ein Paradebeispiel dafür, was Nachrichtendienste vielleicht nicht geleistet haben oder ob Nachrichtendienste richtig gehört haben. Das kann ich nicht beurteilen. Aber was machen wir eigentlich dort? Und haben Sie die Hoffnung, dass das, was aus der Enquete-Kommission dann herauskommt, vielleicht tatsächlich auch zu einem Mindset in der politischen Klasse dieses Landes führt? Ja, gut. Bekanntlich stirbt die Hoffnung zuletzt. Das ist ganz klar. Aber eines ist logisch. Selbst wenn die Enquete-Kommission zu dem Ergebnis kommen sollte, und auch da wiederum gibt es durchaus auch zum Teil in der Öffentlichkeit schon in den letzten 10 Jahren kolportiert, ich sage nur eins, der Bundesnachrichtendienst ist in den letzten 10, 15 Jahren, pressebekannt wohlgemerkt, immer wieder ziemlich übel aufgeplatzt, weil er nämlich nicht als alter Defätist gesagt hat, das mit Afghanistan wird so nicht funktionieren. Das wollte man aber logischerweise zu dem gegebenen Zeitpunkt. Es ist genau, wie die Bundeswehr darunter gelitten hat, dass sie nicht im Krieg war. Ne? Ja, ne? Das ist, wenn Sie wollen, der gleiche Mindset hat natürlich auch hier, Sie müssen ja Realität verweigern, um zu den entsprechenden Konsequenzen zu kommen. Nicht? Und dann machen Sie die Augen zu und sagen, keiner kann mich sehen. Nicht? Das ist ganz einfach. Ne? Ja, das machen kleine Kinder so und manchmal sind die Kinder auch etwas größer. Nicht? Das ist einfach die Kosten, die politischen Kosten, es ist ja jetzt nicht Dummheit im engeren Sinne, ne? Sondern es ist die politischen Kosten, Konsequenzen aus schwierigen Lagen zu ziehen, werden häufig, und zwar die unmittelbaren politischen Kosten, werden häufig höher bewertet als die längerfristigen. Sie wurschen nicht durch. In Afghanistan haben Sie das wunderbar, nicht, wenn Sie so wollen, über 10, 15 Jahre gemacht. Ja? Und zum Schluss eben hat man dann alles eben die Fluten fallen lassen und gesagt, nichts wie weg. Nicht? Das ist ein würdiges Ende, würdig in dem Sinne, das würdige Ende einer großen Operation, die viele, viele Menschenleben gekostet hat. Ja? Auf der Grundlage einer falschen Annahme, die man dann aus politischer Opportunität nicht mehr hat grundlegend revidieren können, schrecklich wollen. Ja, in Bundesrepublik Deutschland eingebunden, da natürlich auch in die entsprechenden Rücksichtnahmen, politische Rücksichtnahmen auf die USA. Ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Wir sind ja nicht nach Afghanistan gekommen, das wissen Sie alle besser als ich. Wir sind ja nicht nach Afghanistan gegangen wegen der Afghanen, sondern wegen der Amerikaner. Punkt. Nicht? Und aus der Nummer sind wir dann eben so lange nicht rausgekommen, solange die Amerikaner nicht rausgekommen sind. Nicht? Und wir sind dann unter den vergleichbaren miserablen Umständen dann aus der Nummer rausgekommen. Ja, das ist etwas, was man einfach zur Kenntnis nehmen muss. Ja, so, ich hoffe, dass dieses in dieser Klarheit bei der Enquete-Kommission rauskommt, dass zumindest mal die Einstellung sich wandelt, sagt, so sollten wir künftig nicht mehr Entscheidungsprozesse vornehmen. Jo. Und denken Sie daran, politische Entscheidungsprozesse haben Sie häufig mit dem Sachverhalten, über die Sie entscheiden müssen, nicht allzu viel zu tun.
Ja, Sie haben, das ist so, das gilt nicht nur jetzt für solche sicherheitspolitischen Dinge, aber es ist so, schauen Sie, politische Entscheidungen werden getroffen, A, im Lichte einer Sachlage und im Interesse meiner eigenen politischen Interessen. Ja, und wenn die Sachlage mit meinen politischen Interessen nicht, und zwar wichtigen Interessen, also gar nicht, man möchte das gar nicht als illegitim im engeren Sinne bezeichnen, aber wenn das nicht hinhaut, ich kann das meiner Klientel nicht verkaufen, ich kann es nicht in meiner Position verkaufen, dann muss ich die Sachlage passend machen oder ich schiebe sie halt weg. Ja, und sehr häufig, das ist das übrigens also nichts Bundesdeutsches, Spezifisches. Es gibt, ich komme immer wieder darauf, es gibt ein Buch von Robert Jervis, aus dem schönen Jahr 2010. Das heißt, Why Intelligence Fails. Ja? Und er macht es jetzt fest an Beispielen aus den USA. Ja? Und zwar in dem konkreten Fall sind es zwei Fallbeispiele, große Beispiele. Das eine ist die fehlende politische Kenntnisnahme der Instabilität und dann auch der Revolution im Iran. Nicht? Iran, our best friend in the region, nicht? Bis 1979 und offensichtlich einer Verweigerung der Realität, dass der Schah eben auf dem absteigenden Ast war. Und die Frage, was soll man dann machen? Das ist eine ekelhafte Frage, eine schwierige Frage auch. Ne? Und dann haben sie gesagt, wait and see. Ne? Und dann haben sie so lange gewartet, bis sie es eben gesehen haben. Ne? Und dann haben sie gesagt. Ja? Das zweite war Irak 2003. Da war es jetzt umgekehrt. Da wollte, ne? War eine politische Entscheidung ohne Sachlage gefällt worden. Aus, ich sage es jetzt mal, ordnungspolitischen Vorstellungen. Ja? Welche Art auch immer. Und dann hat man gesagt, macht's passend. Sie kennen alle die schöne Geschichte von Curveball, das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Ne? Macht es passend. Und auch die Vorstellung hinterher, Saddam Hussein abzuräumen, war ja militärisch gesehen vergleichsweise einfach. Ne? Aber dann sozusagen der Rest, der wird sich dann schon schütteln. Dann kommen die demokratischen Kräfte, ne? Die ja im Irak überreichlich vorhanden sind, wie wir alle wissen. Ja? Und das wusste man auch damals schon. Ja, dass das natürlich in der Form so nicht geht, ja, dass auch gar nicht funktionieren kann, eine Gesellschaft, die so geartet war, wie sie eben geartet war, die kann so etwas von alleine und allein nicht hervorbringen. Denken Sie, ich habe damals rumgeteufelt und gesagt, schaut mal her, wie das im Nachkriegsdeutschland war, und das war ja nur Westdeutschland, ja, Millionen von Soldaten, die erst einmal über einige Jahre als Besatzungsmacht in der Bundesrepublik Deutschland standen. Ja, und dann erst in diesem Rahmen mit Administration etc. pp. Wir wissen alle, mit welchen Kompromissen, notwendigen Kompromissen, ne, aufgebaut worden sind. Und in Irak haben sie eine Debaazifizierung, sozusagen die Entnazifizierung, nicht wahr, der irakischen Strukturen vorgenommen. Und dann hatten sie keine Polizisten mehr, sie hatten keine Streitkräfte mehr, sie hatten keine Administration mehr, denn alle waren natürlich in der Partei. Ja? Wie das eben so in Einheitsparteienstaaten so ist. Ja, und damit hatten sie, und dann haben sie nur 150.000 Soldaten gehabt. Ja, und dann machen sie mal mit 150.000 Soldaten mit, und mit geringem Mittelansatz, demokratisieren sie dann mal so ein Land. Dann lachen sie sich tot, ja, wenn es nicht so traurig wäre. Ja, das heißt, auch da wiederum, ja, hat man sich die Realität nach innenpolitischen Rahmenbedingungen zurechtgelegt und gesagt, just do it. Machen Sie mal, ne? Sie machen das schon. Ne? Ja, ja, sonst mache ich Ihnen einen. Ne? Ja, genau. Ne? Und das ist letzten Endes, das muss man schon sehen, das hat, ne? Da haben Sie praktisch zwei Welten, die aufeinanderstoßen, strukturell. Das sind jetzt nur zwei solche Beispiele. Und wie schon gesagt, jetzt nicht in der schusseligen Bundesrepublik Deutschland, sondern in der großmächtigen, ne, der USA. Ja? Sie haben die der politischen Entscheidungs. Ja, die Bedingtheit von Politikern und ihrer Entscheidung. Auf der einen Seite, das ist ein Orbit, und das andere sind die Trödels, nicht wahr? Und sonst nicht wer, die eben sagen, ja, wie soll es denn funktionieren? Ja? Und das ist die Lage. Ja? Und was müssen wir? Ja? Lagebezogenes Handeln ist ein Glücksfall. Ja? Sage ich mal ein bisschen übertrieben. Ja? Also wenn der Sprung von der Lagearbeit in die politische Entscheidungsfindung tatsächlich so gelingt, ne, dass man sagt, jo, wir haben tatsächlich nach Lage, wie heißt es schon, nach Lage gehandelt und Ärger vermieden. Ja? Das kommt so häufig nicht vor. Ne? Und das liegt aber, wie gesagt, nicht an der Bundesrepublik Deutschland, sondern das liegt an einem, wenn Sie so wollen, politischen Strukturproblem. Und schauen Sie sich mal an, nicht? Russland, du hast es besser? Nein. Ja? Ja? Nur mal also ein Beispiel aus dem Auto. Und denken Sie China, genau das Gleiche. Ja, die Probleme zwar in ihren Ursachen etwas unterschiedlich, aber auch da ist der Weg von den Diensten zur politischen Entscheidungsfindung weit und risikobehaftet, ja, für alle Seiten. Also diese Dichotomie, das ist wahrscheinlich sogar ein allgemein
menschliches Problem. Ne? Diese Dichotomie zwischen Lagefeststellung, Lagebeurteilung und dann lageentsprechendem adäquatem Handeln ist etwas, was in der Tat eine Art von Glücksfall ist. Ja? Kollektiv, genau wie individuell, denken Sie selbst mal alle miteinander selbstkritisch nach. Ne? Ich komme immer mit blöden Beispielen. Der Onkel Doktor sagt Ihnen, wenn Sie so weitermachen wie bisher, nicht, dann besuche ich Ihr Grab gerne etwas häufiger. Und ich sage, schlechter Arzt, ja? Kann gar nicht sein. Ja, und ja, irgendwie, bis sie ihr eigenes Verhalten ändern, dauert es meistens ein Weilchen. Ne? Nur und sagen, also das ist in der Tat, das ist eben ein Kognitionsproblem, ne? Ein psychologisches Problem. Und das haben sie als Individuum mit ihrer eigenen Lebensführung, wo sie die Mittel ja, der Veränderung möglicherweise sogar in ihren eigenen Händen haben. Ne? Selbst da funktioniert es häufig schlechter, als man hoffen möchte. Ja, und das haben Sie leider Gottes, da werden Sie nur immer wieder den berühmten Spruch, das ist DNI, Director National Intelligence, in seinem Logo, Speaking Truth to Power. Das ist das Einzige, was Sie machen können und Sie wissen, dann sollten Sie aber schon vorgerückt in Ihrem Dienstgrad sein, ja, um dann gegebenenfalls zu sagen, okay, da gehe ich hin oder ich will ja. Und Sie müssen das letztendlich bei dem Job und so vergleichbaren Jobs, müssen Sie das einpreisen. Und wenn Sie daraus noch was werden wollen, ja, dann sind Sie allein schon aus Ihrer Karriereerwartung korrupt. Herr Dr. Konrad, das war sehr kurzweilig, 2 Stunden kurzweilig. Das war sehr spannend. Das war ein Feuerwerk an Informationen. Und Ihnen gebührt mehr als ein Dank, dass Sie den Weg von Berlin nach Bonn gefunden haben, um uns an Ihrem Wissen und an Ihren Erkenntnissen teilhaben zu lassen. Sie haben in Ihren Ausführungen im dritten Teil ein bisschen Hoffnung gemacht und Sie haben Forderungen gestellt. Und das empfand ich persönlich als sehr wichtig, aus dem Grunde, wir haben hier junge Leute sitzen und ich weiß auch, dass im Netz sehr viele Studenten und Studentinnen der Universität Bonn dabei sind. Das sind wichtige Multiplikatoren für uns und das sind wichtige Impulse, die gesetzt werden. Insofern nochmals mehr als ein Dank. Ja. Wie dankt man einem solchen Wissensträger? Sie haben da etwas angesprochen, was würde die Bundeswehr machen mit 100 Milliarden, wenn sie die in einem Jahr ausgeben müsste? Versaufen, haben Sie gesagt. Wir haben da etwas, das ist... Okay, das ist ein guter Ansatz. Das ist nicht aus dem 100 Milliarden... Weißt du, ne? Es stammt auch aus einem Land, was nicht unbedingt im prioritären Bereich der nachrichtendienstlichen Ermittlungen liegt, aber die machen einen coolen Wein, nämlich aus Chile. Hm. Und der ist zum Genießen und als kleine, klitzekleine Anerkennung und Dankeschön. Ja. Herzlichen Dank. Ganz lieben Dank, da freue ich mich. Merkte und habe es vorausgesetzt, den schwer neidischen Blick beim Vorsitzenden des Vorstandes. Deswegen auch an Sie ein herzliches Dankeschön. Vielen Dank, ich bin ja nur mitgekommen. Ja. Erlauben Sie mir in aller Kürze anzukündigen, wir haben am 5. Dezember für unsere Mitglieder unseren sicherheitspolitischen Jahresabschluss in der Waldau hier in Bonn und wir haben am 10. Januar, haben Sie vielleicht im Vorspann auch gesehen, haben wir den Generalleutnant Katz, den kommandierenden General des Luftwaffentruppenkommandos, der uns zur Übung Air Defender, mal so ein luftwaffenspezifisches Thema, wieder etwas erzählen wird. Ich weiß, es ist noch ein bisschen früh und es ist noch nicht mal Dezember, aber die meisten werden wir wahrscheinlich bis zum Jahreswechsel nicht mehr sehen. Deswegen ganz einfach Ihnen und all Ihren Lieben ein gesegnetes Weihnachtsfest. Guten Rutsch, bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns treu und einen schönen Abend noch. Danke, dass Sie da waren. Tschüss. Daniel, mach's.